Meine Damen und Herren, wer sich die Entwicklung der Wirtschaft im 21. Jahrhundert vergegenwärtigt, wird zugeben müssen, wir sind nicht auf einem guten Weg. Das Einzige, was zählt, ist Gewinnmaximierung. Die Politik ruft dazu Wachstum, Wachstum, Wachstum. Gewinne werden privatisiert und die Verluste werden sozialisiert. Und nebenbei wird die Umwelt noch, man kann sagen, buchstäblich verheizt. Bankenrettung, Steueroasen für Reiche, Dieselskandal, Abwrackprämie, die Liste ist endlos. Von oben wird für uns wahrscheinlich keine Hilfe kommen, keine Richtungsänderung. Und oben ist jetzt nicht gemeint der Himmel, sondern die EU oder die Bundespolitik. Von Amerika oder Asien wollen wir gar nicht reden. Also wird es an uns liegen, an uns Bürgerinnen und Bürgern, an den Leuten in den Unternehmen, an den Unternehmern und natürlich auch an den Kommunen, von unten heraus eine Änderung zu bewirken. Fragt sich nur wie. Und damit sind wir bei dem Thema. Gibt es eine gerechtere Ökonomie? So wollen wir heute fragen. Und ich darf Sie dazu heute alle recht herzlich begrüßen hier im Stockmann-Saal in Ludwig-Thoma-Haus. Besonders begrüßen darf ich, es freut mich wirklich sehr, dass unser Oberbürgermeister Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Florian Hartmann, herzlich willkommen. Besonders begrüßen darf ich natürlich auch unsere Stadträtinnen und Stadträte, sondern jetzt habe ich den Fehler gemacht, nicht alle aufzuschreiben, die gekommen sind. Jetzt müsst ihr mir helfen. Also hier habe ich schon mal Sabine Geißler, dann irgendwo habe ich Michael Eisenmann gesehen, Bernhard Stürmer, genau, danke schön, dann den Kai Kühner, wen haben wir denn noch? Die Anke Drexler, danke. Und die Luise Crispens. Jetzt hoffe ich, dass ich niemanden übersehen habe. Ich hätte mich vorher darum kümmern sollen. Herzlich willkommen, danke, dass Sie gekommen sind. Vertreterinnen und Vertreter von den Dachauer Ämtern darf ich ebenso begrüßen wie natürlich Medienvertreter und Presse. Und ich freue mich auch, dass die Mitglieder der Gemeinwohlökonomiegruppe München hier hinten einen Stand aufgebaut haben, den sie dann ja noch besuchen können. Und damit bin ich bei den Referentinnen des heutigen Abends angekommen. Eine besondere Freude ist es für uns, für mich, dass wir es geschafft haben, Christian Felber hierher zu locken. Herzlich willkommen. Die Region westlich vom Starnberger See, also Wielenbach, Peitingen, Peißenberg, Wesselbrunn, ist schon einen Schritt weiter. Sie haben sich auf den Weg gemacht, als Gemeinden in die Gemeinwohlökonomie zu gehen. Und ich freue mich sehr, dass der Bürgermeister von Wesselbrunn Zeit hat für das Podiumsgespräch, Helmut Dinter. Willkommen. Wenn die Energiewende mehr bedeuten soll, als nur dem Atomstrom aus dem Weg zu gehen, dann brauchen wir Leute und Firmen wie Solarstern es darstellt. Das Münchner Energieversorgungsunternehmen ist noch ein junges Unternehmen, aber in schönem kontinuierlichem Wachstum. Und ich freue mich, dass der Mitgründer und Geschäftsführer gekommen ist, Simon Stadler. Herzlich willkommen. Nicht weit von uns entfernt, nämlich in Bergkirchen, gibt es eine Betriebskrankenkasse, die BKK Provita, und auch da haben wir einen Vertreter da, was heißt ein Vertreter, den Vorstand.
Andreas Schriftbeck, und ich freue mich, dass er auch mit aufs Podium gehen wird. Jetzt fehlt noch, aber sie wird noch kommen, sie hat vorhin angerufen. Sie ist schon da. Ja, dann bitte nach vorne. Dann machen wir das jetzt gleich so im Gehen praktisch. Unter den gut 2000 Mitgliedsfirmen der Gemeinwohlökonomie ist die Sparda Bank München sicherlich einer der Leuchtturmprojekte, die zu verzeichnen sind. Ich begrüße die Direktorin für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement. Ein schwieriges Wort. Christine, herzlich willkommen. Mein Name ist Mike Berwanger, ich bin der Vorstandssprecher vom Bündnis für Dachau und ich darf Sie bekannt machen mit dem Ablauf des heutigen Abends. Nach dem Vortrag von Christian Felber wird es eine kurze Pause geben, wo Sie sich entweder draußen Erfrischungen holen können oder besser noch an den Infoständen Material besorgen, sprechen Sie die Leute an. Das Bündnis hat einen Stand, wir haben einen Bücherstand von Buchhandel Wittmann und die Gemeinwohlökonomiegruppe München hat ihren Stand auch aufgebaut. Nach der Pause folgt dann unsere Podiumsdiskussion. Alle eben erwähnten Referentinnen werden dort kurz ihre Unternehmungen oder ihre Institutionen vorstellen und stehen dann ihren hoffentlich vielen Fragen Rede und Antwort. Damit das nicht ganz so ausufert, wird die Diskussion von meiner charmanten Vorstandskollegin Margot Heinze ehrlich geleitet. Jetzt kommt noch die Bettelnummer. Bevor die Podiumsdiskussion stattfinden wird, das heißt also zum Beginn des zweiten Teils, bitten wir um Ihre Mithilfe. Das Bündnis für Dachau bestreitet Veranstaltungen wie diese ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Da eine Wahlkampfkostenerstattung auf kommunaler Ebene leider nicht stattfindet, warum auch immer, ich habe noch von niemandem eine Antwort bekommen, warum das so ist, aber es ist so, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Es werden dann auf beiden Seiten jeweils ein Hut durchgereicht werden, der Ihre großzügige monetäre Unterstützung gänzlich aufzunehmen weiß. Doch nun zu unserem Vortrag. Christian Felber ist Philologe, Politikwissenschaftler, Psychologe, Soziologe, freier Publizist und Autor. Außerdem ist er oder war Hochschullehrer an der FH Wiener Neustadt, an den Universitäten Klagenfurt und Graz sowie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Richtig soweit? Irgendwann habe ich gelesen, 2018 kommt Deutschland noch dazu. Ist das richtig? Brandenburg? Potsdam. Naja. Das war halt plötzlich nicht mehr auf der Website. Ich habe es nicht mehr gefunden. Außerdem ist er der Initiator der Projekte Bank für Gemeinwirtschaft und eben die Gemeinwohlökonomie. Und ich habe das schon in manchen Videos gesehen, er tanzt auch. Als Tänzer macht er manchmal gerne einen Kopfstand, um, wie er sagt, Dinge, die auf dem Kopf stehen, richtig herum sehen zu können. Ich wünsche Ihnen einen sehr spannenden Abend. Bühne frei, Christian Felber. Ja, vielen Dank für die sehr herzliche Einladung nach Dachau, auch hier ein gefüllter Saal. Ohne übertreiben zu wollen, das ist ein sehr vertrauter Anblick, fast egal in welche Region Deutschland oder Österreichs oder auch international, bisher 25 Staaten, ich die Ehre habe, die Gemeinwohlökonomie vorzustellen. Und heute Abend kann ich mit vielen guten Botschaften im Rücken der Gemeinde Dachau, der Kommune Dachau, aber auch dem Landkreis Mut machen, sich auf den Weg in Richtung Gemeinwohlgemeinde oder Gemeinwohlregion zu machen. Zum einen war ich vor knapp 2 Wochen in Vorarlberg und in den ersten beiden österreichischen Gemeinwohlgemeinden im
relativ nah in Vorarlberg, Lenzing und Meda, die Zertifizierung zur ersten österreichischen zertifizierten Gemeinwohlgemeinde zu überreichen. Zum anderen wurde es schon erwähnt, gibt es nun in Deutschland eine erste Gemeinwohlgemeinde laut Gemeinderatsbeschluss. Vielleicht ist das gar nicht der letzte Stand, dann werden wir sicher heute Abend noch den allerjüngsten Stand erfahren. Das Schöne an der Nachricht aus Wiedenbach ist, dass der Gemeinderatsbeschluss einstimmig gefallen ist. Und eine dritte Nachricht, ich komme vor wenigen Tagen aus dem Landkreis Stormarn, nördlich von Hamburg. Dort überlegen mehrere Gemeinden, eine Gemeinwohlregion, also den Landkreis in eine Gemeinwohlregion zu entwickeln. Und einen Bürgermeister aus der Region möchte ich gerne zitieren. Die drei verbleibenden Fraktionen im Gemeinderat haben sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen, nämlich zur ZDU. Das ist die zu Ende denkende Union. Und das machen sie ab jetzt gemeinsam. Und ich sage, während in den Nachbargemeinden die Fraktionen noch bei der Terminfindung sind, haben sie schon die erste Sitzung hinter sich. Und das Hauptargument für sie war, dass sie sich jetzt um die Systemstabilität kümmern müssen. Weil das aktuelle System die Systemstabilität auf allen Fronten gefährdet. Wachsende Ungleichheit gefährdet die Systemstabilität. Die sich desintegrierende Gesellschaft und erodierende Beziehungen gefährdet die Systemstabilität. Die Erosion der Demokratie oder des Vertrauens in das derzeitige demokratische System gefährdet die Systemstabilität. Der wachsende Klimawandel und auch andere Umweltprobleme. Es gibt ja nicht nur saubere Flüsse und Wälder, sondern es gibt auch andere Umweltprobleme, globale. Gefährdet die Systemstabilität, die unfreiwillige Migration gefährdet das System. Also es gibt ganz viele Facetten der schwächer werdenden Systemstabilität und Gemeinwohlökonomie, sagen diese BürgermeisterInnen aus quasi allen Fraktionen, steht für Systemstabilität. Und seit einer Woche habe ich ein neues Argument, das viele Teilargumente sehr gut zusammenfasst. Ja, und das, was ich heute vorstellen darf, ist kaum 7 Jahre jung. Wir feiern in der ersten Oktoberwoche unseren 7. Geburtstag und das ist gelungen in 7 Jahren. Das heißt, Sie werden es schon vermutet haben, ich stelle hier nicht nur ein theoretisches Modell vor, sondern auch eine höchst lebendige Bewegung, an der Sie sich beteiligen können. Jede Person, jedes Unternehmen, jede Kommune, jede Organisation oder Institution. Und hier sind nur ein paar Beispiele, wer schon aller mitmacht. Aber zunächst möchte ich den Weg beschreiben, wie es dorthin kam. Und am Beginn steht eine weltweit wachsende Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen, bescheiden formuliert Wirtschaftsordnung, weil es ist ja nicht nur die Wirtschaftsordnung, mit der die Unzufriedenheit wächst, aber konkret auf die Wirtschaftsordnung befragt, befinden Sie, dass die gegenwärtige Wirtschaftsordnung der Gesellschaft als Ganzer und dem Planeten dient, sagen weltweit im Durchschnitt fast 3/4 der Menschen in armen wie in reichen Ländern, ohne Unterschied, ja, wir sind dieser Ansicht, dass die gegenwärtige Wirtschaftsordnung nicht der Gesellschaft als Ganzer und dem Planeten dient. Für Deutschland und Österreich gibt es eine sehr bemerkenswerte, zweimal hintereinander wiederholte Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Die Formulierung der Frage ist schon bemerkenswert. Brauchen wir eine neue Wirtschaftsordnung? Wie oft wurden Sie das gefragt in Ihrem Leben bisher? Und noch bemerkenswerter die Antwort. Die müsste eigentlich monatelang die Medien füllen oder sie müsste, eigentlich hätte sie das Wahlkampfthema sein müssen. Weil wenn sich 88% der Menschen in Deutschland eine andere Wirtschaftsordnung wünschen, wieso ist das so gut wie kein Wahlkampfthema gewesen. In Österreich 90%, dafür gibt es überhaupt keine Erklärung, das ist ein reines Mysterium. Nein, ist es natürlich nicht, sondern Wohlstand wird einseitig gemessen, wird gemessen im Pro-Kopf-Einkommen und im Wirtschaftswachstum. Und daran gemessen ist es wirklich unerklärlich, weil daran gemessen sind wir die wohlhabendsten Länder der Erde oder zählen dazu. Und es geht uns so gut wie nie zuvor. Aber Wohlstand bemisst sich eben nicht einfach im Pro-Kopf-Einkommen, im durchschnittlichen und im Bruttoinlandsprodukt und im Wirtschaftswachstum, sondern Wohlstand setzt sich aus vielen verschiedenen und vielleicht sogar wichtigeren Facetten zusammen. Und hier verspüren die Menschen eine zunehmende Sinnkrise. Bis zu 2/3 derer, die einen festen Arbeitsplatz haben, geben an, dass sie in ihrer Arbeit keinen wirklichen Sinn mehr erleben. Und wöchentlich kommen Menschen aus
aus den Elite-Etagen des Systems steigen sie aus und kommen zur Gemeinwohlökonomie, um sich sinnvoll zu betätigen. Oder die Erosion der Werte. Kennt jemand beispielsweise den Slogan Geiz ist geil nicht? Den kennen alle. Und sucht irgendjemand die Bekanntschaften oder Freundschaften nach dem Kriterium, möglichst geizig möge sie oder er sein, aus? Warum soll das dann in der Wirtschaft anders sein? Warum soll die Wirtschaft dann plötzlich mit den verkehrten Werten funktionieren? Aber es ist ja nicht nur der Geiz, es ist ja auch der Egoismus, es ist auch der Wettbewerb, es ist auch das grenzenlose Wachstum oder die Maßlosigkeit. Das sind Werte, die in der Wirtschaft derzeit als Positivwerte gelten, die aber konträr zu den Gesellschaftswerten stehen, die immer und überall gegolten haben. In keiner Kultur, zu keiner Zeit waren Egoismus, Geiz, Gier, grenzenloses Wachstum oder Maßlosigkeit positive Werte, sondern im Gegenteil, waren immer Schwächen oder eben negative Werte. Da stimmt etwas massiv nicht. Und in Deutschland glauben gerade noch 5% der Befragten, dass ihre Stimme bei der Wahl einer Bundestagspartei einen relevanten Einfluss auf die Entscheidungen desselben Bundestags dann haben wird. 5% könnte man auch als extreme Demokratiearmut bezeichnen. Ja, soll ich noch ein Beispiel nennen oder genügt? Vielleicht noch die Machtkonzentration, 147 Konzerne beherrschen die Welt, ist nicht die letzte Pressemitteilung von ATTAC Deutschland, sondern das ist das Ergebnis einer Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Die haben die 45.000 transnationalen Konzerne untersucht, nämlich wem gehören die, also die Eigentumsstruktur. Ergebnis war, 800 dieser 45.000 transnationalen Konzerne kontrollieren 80% des Eigentums von diesen 45.000 und 147, das ist der innere Kern, kontrollieren schon über 40% des Eigentums. Von den 147 sind 120 Finanzkonzerne, das heißt, die produzieren nichts Lebensnotwendiges, die befriedigen kein Grundbedürfnis, was der Sinn und Zweck des Wirtschaftens ist. Und wenn man sich anschaut, wem die gehören, dann stellt man fest, die gehören sich selbst. Also die Bank of America gehört Goldman Sachs und Goldman Sachs gehört der Royal Bank of Scotland und die Royal Bank of Scotland gehört der Société Générale und die Société Générale gehört der Deutschen Bank und der Commerzbank und die wiederum gehören der UBS und der Credit Suisse und die wiederum gehören Goldman Sachs. Oder vielleicht noch ein letztes Beispiel. Bayer versucht gerade Monsanto zu verschlingen. Wo sind die Wettbewerbshüter der Weltmärkte? Wo ist das Weltkartellamt, wo ist die Fusionskontrolle, die globale? Obwohl wir doch eine weltweite sogenannte Freihandelsorganisation haben, die Welthandelsorganisation WTO. Heißt Freihandel, dass Großkonzerne frei von jeder Machtbeschränkung und Machtkontrolle sind? Offenbar. Weil wir wissen, spätestens seit den Ordoliberalen an der Freiburger Schule, dass eine Fusionskontrolle und die Begrenzung der Macht die Voraussetzung für die Freiheit der Marktwirtschaft ist. Dass niemand so mächtig und mächtiger als die anderen werden kann. Und das heißt, das wurde bei der Einrichtung der Weltmärkte nicht vergessen, sondern bewusst unterlassen, weil die Mächtigen schon so mächtig waren, dass sie eben diese Machtkontrolle erfolgreich verhindern konnten. Und wenn es nach unseren Vorschlägen ginge, dann könnte es weder Monsanto noch Bayer in der heutigen Größe geben, weil sie beide schon zu groß und zu mächtig sind. Monsanto ist der kleinere von beiden, hat nur 10 Milliarden, ein bisschen mehr Dollar Umsatz, und ist aber damit schon viel zu mächtig, was man sehr gut daran ersehen kann, dass sich in den USA 90% der Bevölkerung, die wenigstens die Deklaration, die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe beinhalten, wünschen. 90%. Ist aber nicht der Fall, weil Monsanto so mächtig ist, dass wir das erfolgreich verhindern können. Und Bayer ist dreimal so groß wie Monsanto. Das heißt, wie gut ist die Idee, dass jetzt ein dreimal noch mächtigerer Konzern den schon viel zu mächtigen Konzern hier kaufen darf. Und wenn die EU-Fusionskontrolle nichts dagegen hat, dann gibt es keine Instanz der Welt, die das verhindern kann. Genau, also wenn das so weitergeht, dann werden Demokratie und Freiheit gleichermaßen und gleichzeitig verloren. Ich habe nur ein paar Beispiele herausgegriffen, möchte sie aber nicht damit zu lange aufhalten, sondern nur erklären, warum so viele Menschen sich auch in den wohlhabendsten Ländern einen tiefreichenden Wandel wünschen. Schon geht es zu den Alternativen oder zur Frage, gibt es denn überhaupt Alternativen? Und die Antwort lautet klar und einfach, es gibt viele Alternativen. Auch wenn sie noch nicht für alle sichtbar sind, auch wenn sie noch nicht alle kennen, auch wenn sie noch nicht täglich die Titelschlagzeilen in den Medien ausmachen
obwohl sie ja die Innovationen der Zukunft sind, nach denen alle rufen. Wo sind die Ideen für morgen? Wo sind die Innovationen für die Zukunft? Solange halt Innovationen innerhalb des Systems stattfinden, dann kommen sie sehr schnell auf die Bühne. Aber Innovationen am System, die müssen so lange draußen warten, bis man sie nicht mehr vor der Türe halten kann. Aber hier sind einige heiße Kandidatinnen, die das Ökosystem der Ökonomie von morgen gemeinsam ausmachen könnten. Die Gemeinwohlökonomie ist nicht die Alternative, sie ist eine von mehreren oder vielen Alternativen. Und gemeinsam antworten sie auf Margaret Thatcher, kennen Sie die? Ja, Anfang der 80er Jahre, die eiserne Lady. Sie ist durch zwei markige Sprüche berühmt geworden. Der erste markige Spruch: so etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt Familien, aber so etwas wie eine Gesellschaft gibt es nicht. Das heißt, vergesst die solidarische Sozialversicherung, vergesst öffentliche Dienstleistungen, vergesst den Generationenvertrag und eine solidarische Rente. Jeder soll nur noch auf sich selbst schauen und so wird sozusagen aus der legitimen Individualität und Einzigartigkeit des Individuums der Individualismus und der Egoismus auf Kosten der gelingenden Beziehungen, auf Kosten der Gemeinschaft und auf Kosten der demokratischen Gesellschaft. Eigentlich ist das eine Extremposition und es ist wirklich bemerkenswert, dass das so lange so wenig aufgefallen ist. Ja, und der zweite markige Spruch, mit dem die Eiserne Lady bekannt wurde, ist, dass sie gesagt hat, zu meiner Politik, die dem Individualismus folgt, nämlich Privatisierung aller öffentlichen Güter und Dienstleistungen, Liberalisierung des Handels in Richtung globalen Zwangshandel, Sparprogramme, bis die Armen auf sich selbst schauen müssen, weil das sehr selbst schuld sind an ihrer Armut, Austerität bis zum Austerizid, zuerst vorexerziert an den armen Ländern, jetzt durch die Eurokrise erstmals auch innerhalb der EU an Griechenland und zum Teil an Portugal statuiert. Da hat sie gesagt, zu dieser ganz bestimmten und aus der Sicht vieler einer sehr einseitigen und sogar extremen Politik, hat sie behauptet, there is no alternative. There is no alternative. Tina, es gibt keine Alternative. In funktionierenden Demokratien gibt es immer Alternativen. Also eigentlich, wenn die Menschen Vertrauen in der Demokratie hätten, würden sie einer Person, die so etwas von sich behauptet, gar keine Beachtung schenken. Ja, red du nur, es gibt in einer funktionierenden Demokratie, kann uns niemand sagen, das ist ein Sachzwang und ob es uns gefällt oder nicht, müssen wir die Kot schlucken. Das kann uns niemand sagen in einer funktionierenden Demokratie, weil da gibt es immer und es gibt viele Alternativen. Und das ist die Antwort dieser Alternativen, die sagen, Tapas. Das ist aber nicht Spanisch, sondern es ist Englisch und das heißt, there are plenty of alternatives. Es gibt viele Alternativen. Und ich werde nicht alle vorstellen heute, aber ich werde die Jüngste in der Reihe und wie schon gesagt, wir sind erst 2010 gestartet, das wird deshalb hier an letzter Stelle in ihrer Vielfältigkeit vorstellen. Das ist bereits der Grund für die rasche Ausbreitung aus unserer Sicht. Die Gemeinwohlökonomie ist eine ganzheitliche Antwort und Alternative auf die Systemkrise. Es gibt eben nicht nur eine isolierte Krise dort oder da, sondern es ist eine ganzheitliche Systemkrise und das versucht die Gemeinwohlökonomie zu erklären und darauf eine eben möglichst ganzheitliche und nicht wieder eine einseitige Antwort zu geben. Zum einen als theoretisches Modell, das sich die 20 wichtigsten Bausteine der Wirtschaftsordnung ansieht und dort, wo nötig, Reformen vorschlägt. Dort, wo nicht nötig, natürlich nicht, weil der Wandel ist kein Selbstzweck, sondern er dient wie immer den höchsten Werten. Und wenn die gegenwärtigen Bestandteile der Wirtschaftsordnung bereits diesen Werten dienen, dann braucht es keine Veränderung. Zweitens, sie ist eine, wie schon gesagt, sehr lebendige Bewegung zum Mitmachen. Das haben Sie auf der Folie gesehen. Und drittens haben wir eine recht bittere Erkenntnis gezogen, konkret ich in den letzten 20 Jahren meines politischen Engagements, für keine Partei, sondern für die Zivilgesellschaft, aus der bei nahezu alle wichtigen Reformideen und Alternativen der letzten 200 Jahre gekommen sind, seit dem Beginn der Demokratie. Und ich habe in den 20 Jahren meines persönlichen politischen Engagements viele hochinteressante und attraktive Ideen entstehen sehen. Und ich habe sie auf lokaler Ebene zum Teil auch verwirklicht sehen. Allerdings, wie es dann an die Grenze der Parlamente und Regierungen der Nationalstaaten gekommen ist, da war Schluss. Und ich habe eigentlich keine einzige von ihnen durch Parlamentsbeschluss umgesetzt gesehen.
Und das ist das schon angesprochene 5%-Syndrom, das in der Politikwissenschaft als Postdemokratie bezeichnet wird. Ich bin ein bisschen optimistischer und schlage die Alternativbezeichnung Prädemokratie vor. Das heißt, es könnte noch werden. Und wie das in Zukunft funktionieren könnte, das haben wir mit souveräner Demokratie angedacht. Die werden wir in ungefähr 30 Minuten hier im Saal erleben und nicht nur kennenlernen. Ich beginne aber jetzt mit dem Modell. Und das Modell ist erneut ein ganzheitliches. Das heißt, zunächst, ich bin kein Ökonom. Aber wenn ich ein Ökonom wäre, dann hätte ich die schlechtesten Voraussetzungen, eine ganzheitliche Sichtweise auf die Wirtschaft einzunehmen. Und das ist aber immer mein wichtigstes Anliegen und mein intellektueller und geistiger Zugang. Ich möchte immer das Ganze betrachten und dann fragen, wo können die Phänomene sinnvoll eingeordnet. Die Wirtschaft ist aus einer ganzheitlichen Sicht kein Selbstzweck. Wir wirtschaften nicht um des Wirtschaften willens, sondern wir wirtschaften, damit es der Gesellschaft als Ganzer gut geht, um die Werte, die in der Gesellschaft geteilt werden, zu befördern, um die demokratischen Spielregeln, die beschlossen werden, einzuhalten und um die ökologischen Grenzen unseres Lebensraums, die Erde, zu berücksichtigen und auch in der Praxis einzuhalten. Und das wollte ich studieren. Das wird allerdings in den wirtschaftswissenschaftlichen Studien, die ich bisher kennengelernt habe, zu meiner Zeit nicht angeboten. Und deshalb wollte ich eigentlich Universalwissenschaften studieren. Wollten Sie das auch? Haben Sie das versucht? Ich habe das an den Universitäten versucht und dort haben sie mir gesagt, na, falsche Adresse. Ich habe gesagt, wieso falsche Adresse? Der heißt doch Universitäten, wäre doch nicht das nächstliegende, was ihr anbieten müsstet, Universalwissenschaften. Und dann breitete sich Verlegenheit aus. Sie haben dann gedacht, dass sich die Universität von der Universitas ableite. Das ist die Gemeinschaft der Forschenden und Lehrenden oder die Studiengemeinschaft. Aber natürlich haben die Universitas und die Universität eine gemeinsame andere, kleinere Wortwurzel und das ist das Universum. Das Universum setzt sich im Lateinischen zusammen aus Unum und Versum und heißt eine Verszeile. Ein Gedicht oder ein Lied, wenn Sie es frei übersetzen wollen und wenn Sie es etwas technischer vorziehen, ein Zusammenhang, eine Wissenschaft, ein Wissensganzes. Das hat mich interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das wollte ich mit heißem Bemühen studieren, doch dieses heiße Bemühen wurde eben so kalt frustriert an den Pforten ausgerechnet derjenigen Institutionen, die dieses Versprechen der einen Wissenschaft und des einen Zusammenhangs im Namen tragen. Heute machen Universitäten das Gegenteil, sie bieten ausschließlich Fragmente, Teile und Splitter des Ganzen an. Und wenn sie nur das tun, Teile und Splitter und Fragmente des Ganzen anzubieten, dann müssten sie sich eigentlich umbenennen in Multiversitäten oder Polyversitäten oder strengwörtlich genommen in Perversitäten. Keine Angst, das ist keine Beleidigung, es ist nicht einmal ein Wortwitz. Ich habe dann Sprachwissenschaften studiert aus Verlegenheit. Pervertere heißt im Lateinischen einfach nur von den Füßen auf den Kopf stellen. Das ist eine der verkehrte Vers. Genau, das ist die Perversion, wörtlich. Und ich träume natürlich von der ersten echten Universität, die diesen Namen richtig verdient. Und die könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir im ersten Studienabschnitt alle das Gleiche studieren, nämlich das eine große Wissensganze, eine Wissenschaft, die Zusammenhänge, Analogien und gemeinsamen Muster von allen Phänomenen, dessen, was wir erkennen, erfahren, vielleicht auch erspüren können, dann wäre es richtig ganzheitlich. Im zweiten Abschnitt können wir uns dann grob spezialisieren, zum Beispiel die Wirtschaft im umfassendsten Sinn oder Technik. Und im dritten Abschnitt werden wir dann Bankkauffrau oder Mechatroniker, nur zum Beispiel. Und dann können alle, die jemals irgendetwas auf der Universität studiert haben, Zeit ihres Lebens in einem sinnvollen Gespräch bleiben. Und vor allem die Gefahr, dass sich eine einzelne Wissenschaft, wie jetzt konkret die Wirtschaftswissenschaft, da verabschiedet aus dem Ganzen und sich progressiv abtrennt und abspaltet, delegiert ist mein Lieblingswort,
wie es mit der Wirtschaftswissenschaft passiert ist. Ethik rausgeschmissen, Ökologie vergessen, Demokratie will ich nichts davon wissen, Psychologie interessiert uns nicht. Wir sind ja die Leitwissenschaft, wir sind ja die Königsdisziplin der Sozialwissenschaften. Wir brauchen das alles nicht. Das kann nicht passieren. Und dann wollen sie sich den Nobelpreis auch noch geben. In dreifacher Vergessenheit. Daran in Vergessenheit, dass der Alfred Nobel den Nobelpreis ausschließlich für naturwissenschaftliche Disziplinen reserviert hat. Er hat ausdrücklich gesagt, nicht für die Wirtschaftswissenschaft, weil von der halte ich nichts, weil die schon so multiple abgespalten war von allem anderen. Und in Vergessenheit dessen, dass wenn schon eine sozialwissenschaftliche Disziplin den Nobelpreis im Nachhinein verdienen könnte, obwohl der Alfred Nobel sie nicht nominiert hat, dann wenigstens die Mutter, aus der sie hervorgeht. Und das ist immer noch die Philosophie. Die ökonomische Wissenschaft ist eine 100% Tochter der Philosophie. Und darum ist es höchst anmaßend, dass die Tochter für sich selbst den Nobelpreis reklamiert, obwohl der Stifter das ausdrücklich untersagt hat und nicht einmal zuerst ehrenhalberweise ihre eigene Mutter vorschlägt für den Nobelpreis. Gut, das waren einige Gründe, warum ich dann nicht Wirtschaftswissenschaften studiert habe, und ich bin dann an meine Privatuniversität gegangen. Das ist die Natur. Heute würde ich sie als die heilige Universität bezeichnen, weil dort kann man in Momenten der Stille und der Verbundenheit kann man wirklich relevante Fragen stellen, und manchmal werden sie auch beantwortet. Und da frage ich natürlich, was ist der Sinn des Lebens oder was ist meine Aufgabe in diesem Abschnitt oder was ist der Sinn und Zweck des Wirtschaftens. Und auf diese dritte Frage kam die Antwort sofort: das Gemeinwohl. Was sonst? Und um keine Missverständnisse zu erzeugen, das Geld hat auch seine Rolle, aber es ist nicht der Zweck und das Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten, sondern es ist ein Mittel und nicht mehr. Und wenn ich heute an wirtschaftsbildende Schulen oder auch wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten gehe und zuerst die Studierenden oder die SchülerInnen frage, was ist der letzte Zweck des Wirtschaftens, worum geht es in der Wirtschaft? Dann höre ich fast immer Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Geld, Gewinn, Gewinn, Geld, Profit. Dann frage ich, wer sagt das? Und was lernen wir so? Und wie begründen das die, die euch das so vermitteln? Keine Ahnung. Es ist so, oder es herrscht vollkommene Bewusstlosigkeit darüber, warum das denn so sein soll. Was bei den meisten ISO-Phänomenen der Fall ist. Aber das wäre doch die allererste Stunde. Was ist der Sinn und Zweck des Wirtschaftens? Und hier kommt die nächste peinliche Vergessung. Schon vor 2300 Jahren hat Aristoteles zwei konträre Formen, Wirtschaft zu denken und zu praktizieren, nicht nur voneinander unterschieden, sondern sogar begrifflich als Gegensätze definiert. Und das, wenn alle, die jemals mit Wirtschaft in Berührung kämen, erführen, würde uns diese ganze Problematik ersparen. Das Drama ist, Aristoteles wird in den meisten wirtschaftsbildenden Schulen und Studiengängen überhaupt nicht erwähnt, weil er kein Ökonom war. Da sind wir wieder bei der Königsdisziplin, die ihre Mutter vergessen hat. Und Aristoteles hat die Ökonomie, also die Ökonomie, von der wir die ganze Zeit sprechen und die den Ökonomen von heute auch ihren Namen gibt, hat er bezeichnet als die gesunde und natürliche Form des Wirtschaftens. Das Geld ist nur ein Mittel, ganz wichtig, und dem Zweck der Wirtschaft, nämlich dem guten Leben für alle wo, für alle Mitglieder des Oikos, des Haushaltes. Wer ist jetzt der Oikos? Das kann man skalieren vom menschlichen Privathaushalt, dass es dort allen gut geht. Es beginnt mit der Muttermilch, mit der Kinderaufzucht bis zur Sterbebegleitung. Man kann ein Unternehmen darunter verstehen, man kann die Volkswirtschaft darunter verstehen, man kann den planetaren Naturhaushalt darunter verstehen. Das kommt ja in der Oikos-Logos, in der Ökologie, ja wunderbar zum Ausdruck. Da steckt genau das gleiche Oikos drin wie in der Ökonomie. Nur die Ökologie ist eine Naturwissenschaft, die wäre auch ein heißer Kandidat für den Nobelpreis gewesen. Das wäre sogar sinnvoller gewesen in Zeiten wie diesen. Aber gut, so weit denken halt die Ökonomen, Entschuldigung, nicht. Logos, wir versuchen diesen Haushalt zu verstehen. Das ist eine Naturwissenschaft. Wir versuchen, die planetaren Ökosysteme zu verstehen. Und jetzt kommt Nomos, sind die moralischen Regeln, nach denen wir dieses Haus möglichst gelingend führen. Wie wissen wir, dass dieses Haus gelingend geführt wird? Indem wir das Ziel eines gelingenden Haushalts definiert haben.
Und das definierte Ziel, der höchste Wert, ist eben das Gemeinwohl, das gute Leben für alle. Findet man beides bei Aristoteles. Und wenn heute Ökonomen sagen, Entschuldigung, Herr Felber, Sie niedere Gemeinwohlkühne, das ist ja wertend, das ist ja normativ. Und die Wirtschaftswissenschaft, jetzt sieht man, dass sie nicht studiert haben, ist eine wertfreie Wissenschaft. Märkte sind objektiv, die urteilen nicht. Ja? Die größtmögliche anzunehmende Selbstbetrug ist das, weil es gibt erstens überhaupt keine wertfreie Wissenschaft, wissen wir seit den 1950er Jahren, auch das ist die letzte Disziplin, die das noch nicht mitbekommen hat. Und zweitens ist gerade die Mainstream-Ökonomie von heute höchstwertend. Sie sagt, die Wirtschaft soll wachsen, also Wirtschaftswachstum ist ein normatives Ziel. Menschen sollen einen Eigennutzen maximieren, sie sollen in Wettbewerb gegen andere Menschen treten. Das sollen wir als rational oder als normal betrachten. Das normativer geht es einfach überhaupt nicht. Und die eigene Normativität, das heißt die eigenen Wertungen, so soll es sein, zu verleugnen und anderen das vorzuwerfen, obwohl es nicht anders sein kann. Jedes Wirtschaftssystem ist wertend, sprich beruht auf einem Wertesystem. Das Einzige, was unterschiedlich sein kann, wo man das eigene Wertesystem offenlegt, das tun wir, oder wenn man es versucht zu verstecken und sich selbst als Naturgesetz auszugeben. Und jetzt kommt der letzte Rückverweis zum Nobelpreis. Deswegen war der Nobelpreis so interessant für eine bestimmte Form von Ökonomen, die ihre Vorstellung, wie die Wirtschaft sein soll, als Naturgesetz verkaufen wollten, weil da müssen sie das nicht demokratisch zur Diskussion stellen. Darum macht das alles Sinn aus dieser ganzheitlichen Perspektive. Ja gut, und was ist jetzt das Gegenteil von Ökonomie? Das Gegenteil nach Aristoteles ist, wenn das Mittel, das Geld, zum Ziel wird. Das ist das Gegenteil von Ökonomie. Aristoteles hat das Krematistike bezeichnet. Haben Sie vielleicht noch nicht gehört. Krematistike ist wörtlich die Kunst des Geldvermehrens und sich Bereicherns. Wir können es mit Kapitalismus übersetzen. Falls Sie für sich persönlich noch keine Definition für Kapitalismus gefunden haben, als Sprachwissenschaftler kann ich hier ein Angebot machen. Misstrauen Sie jedem Ismus, weil das, was vor dem Ismus steht, das wird meistens überhöht. Zum Selbstzweck und jedenfalls zum höchsten Wert dieser Ordnung. Im Kapitalismus ist das Kapital der höchste Wert und seine Vermehrung das höchste Ziel. Und Aristoteles hat gesagt, das ist pervers. Wieder natürlich, hat er oft gesagt. Genau. Eben, in diesem Sinn. Wir verwechseln Ziel und Mittel. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Und wir sind schon zurück in der Gegenwart. Das war es schon mit der Vorgeschichte. Die Verfassungen demokratischer Staaten haben sich einstimmig, ausnahmslos für Ökonomie und gegen Kapitalismus entschieden. Und das Paradebeispiel international, der Leuchtturm, weshalb ich kaum eine Einladung nach Bayern abschlagen kann, ist die Bayerische Verfassung. Und Artikel 151. Also klarer kann man es nicht formulieren. Aber das ist eindeutig, damit sind wir auf dem Weg der Ökonomie und nicht auf dem Weg der Krematistik. Das ist eine antikapitalistische Ansage in der Bayerischen Verfassung. Nur müssen wir wissen, was Kapitalismus heißt und dass Ökonomie und Kapitalismus Gegenteile sind. Vielleicht, damit die Verwirrung sich ein bisschen nehmen kann, Gemeinwohlökonomie ist gar keine spezielle Ökonomie, sondern ist eigentlich Ökonomie. Das Gemeinwohl müssen wir nur deshalb vorn dran stöpseln oder andere Worte, das sozial oder das ökologisch oder das nachhaltig oder das ethisch vorn oder hinten dran stöpseln, weil die Krematisten den Begriff der Ökonomie erfolgreich besetzt, seines ursprünglichen Sinns beraubt und mit den gegenteiligen Bedeutungen aufgeladen haben. Deswegen haben wir so eine komische Suche nach einer Gemeinwohlökonomie, nach einer Postwachstumsökonomie, nach einer Blue Economy, nach einer Circular Economy, nach einer solidarischen Ökonomie, nach einer gerechten, blablabla. Braucht es alles nicht, wenn wir uns daran erinnern würden, was Ökonomie überhaupt bedeutet. Das heißt, das Gemeinwohl ist eine vorübergehende Krücke, mit der wir den Begriff der Ökonomie abstützen, bis wir uns daran erinnert haben, was er eigentlich bedeutet. Und dann sind wir aber alle Ökonomen, im Gegensatz zu Kapitalisten. Die Bayerische Verfassung ist keine Ausnahme von der Regel, sondern das ist die Regel ohne Ausnahme. Und ich habe schon gesagt, die Tatsache, dass das Gemeinwohl das verfassungsmäßige Oberziel des Wirtschaftens ist, heißt nicht, dass das Kapital oder das Geld was Schlechtes sei, sondern nur, dass sie das Mittel sind und nicht das Ziel.
Und das ist so relevant, die Unterscheidung. Was ist das Ziel und was ist das Mittel, dass ich die hier noch einmal in einer anderen grafischen Darstellung treffen möchte, nämlich so. Das ist die Krematistik hier. Und Sie sehen, die funktioniert. Also man kann das so machen. Kapitalismus geht. Vielleicht halt nicht für alle und vielleicht nicht allzu lange, aber es ist möglich. Und das ist Ökonomie. Und die funktioniert wahrscheinlich für mehr Menschen und längere Zeit. Ich will Sie nicht nur unterhalten, ich möchte auch Erkenntnisse evozieren. Und das ist die Begründung, warum diese Grafik so wichtig ist. Nur wenn wir klar haben, was das Ziel und was das Mittel ist, können wir Erfolg in der Wirtschaft korrekt messen. Wie misst man Erfolg? Üblicherweise korrekt. Primär an den Mitteln unserer Tätigkeit, Unternehmung und ihrer Verfügbarkeit oder sogar Anhäufung oder primär an den Zielen unseres Projekts und ihrer Erreichung. Zielerreichung? Ich kenne keine Ausnahme weltweit. Und im Projektmanagement, egal ob in China oder in den USA, lernt man, ob unser Projekt erfolgreich war, wissen wir, wenn wir zunächst Ziele gesetzt haben für unser Projekt, dann beschlossen haben, wie wir die Zielerreichung messen und dann die Zielerreichung messen. Natürlich sind die Mittel wichtig, aber sie sind nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, ob wir unsere Ziele erreichen. Und wenn wir jetzt gerade gelernt haben aus den Verfassungen und nicht nur bei Aristoteles, dass das Gemeinwohl das Ziel und das Geld das Mittel ist, dann würde ich sagen, ist das hier ein Methodenfehler. Weil hier wird die Mittelverfügbarkeit oder sogar Akkumulation gemessen. Die Zielerreichung würden wir so messen. In einer Ökonomie. In der Krematistik im Kapitalismus passt das so. Aber gegen die haben wir uns entschieden in unseren Verfassungen. Von daher ist das ein Methodenfehler. Und wir müssten eigentlich die Erfolgsmessung in der Wirtschaft weiterentwickeln und plötzlich würde sich die Blickrichtung in der Wirtschaft komplett verändern, von den Mitteln auf die Zielerreichung. Alle, die irgendetwas zu sagen, zu entscheiden, zu entwickeln, zu erfinden haben, hätten plötzlich eine komplett andere Perspektive, einen anderen Vektor, einen anderen Norden, eine andere Orientierung, eine andere Einstellung. Weil das könnte man plötzlich messen, im Unterschied zu heute. Das haben wir vergessen, das ganze Semester zu machen. Es gibt noch einen Fluchtweg. Wir könnten sagen, vergiss die Verfassungen, die sind nicht aktuell und Aristoteles ist schon lange tot. Heute sind wir Krematisten, aus Überzeugung. Wir hätten kein Problem damit, wir sind keine dogmatische Bewegung, wir sind eine demokratische Bewegung und wir schlagen vor, okay, wenn es ja offenbar Verwirrung oder einen Widerspruch gibt, dann lasst uns den bitte klären und auflösen durch eine demokratische Entscheidung. Und wenn die Bevölkerung sagt, wir glauben, dass die Kapitalakkumulation das höchste Ziel des Wirtschaftens ist, dann können wir mit der gegenwärtigen Methodik der Erfolgsmessung fortfahren. Wir müssen halt nur die Verfassungen dann verändern. Aber es wäre dann auch demokratisch legitimiert. Bei der Verfassung Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalakkumulation. Kein Problem. Wäre eine demokratische Entscheidung. Wäre dann endlich konsistent und kohärent. Wenn die Bevölkerung aber entscheiden würde, na eigentlich passt es eh. Manche Werte vergehen nicht und wären lange oder sogar ewig, dann müssten wir die Methodik der wirtschaftlichen Erfolgsmessung weiterentwickeln. Die gute Nachricht ist, dass die deutsche Bundesregierung eine Umfrage unter der deutschen Bevölkerung getätigt hat, die sie selbst als repräsentativ bezeichnet hat, nämlich zur ersten Ebene, wollen Sie fortfahren mit dem Bruttoinlandsprodukt als höchstem Ziel der Wirtschaftspolitik oder werden Sie es lieber ersetzen durch eine umfassende Messung von Lebensqualität, Lebenszufriedenheit und Lebensfreude. 18% haben sich fürs BIP entschieden. Fast 20%. Und 67% für seinen Ersatz durch ein Bruttonationalglück oder Gemeinwohlprodukt. Wie würde eine demokratische Regierung reagieren? Eine There is no alternative, Rufzeichen, Regierung, kann natürlich nichts ändern, weil es gibt ja keine Alternative. Aber eine demokratische Regierung würde wie reagieren? Umsetzen. Alle Programme, Strategien,
und die auf, die auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausgerichtet sind, umschreiben, umformulieren, umorientieren auf das Wachstum des Gemeinwohlprodukts. Ganz einfach. Stopp! Klingt schön, geht aber nicht, weil es gibt noch kein Gemeinwohlprodukt. Fast erwischt, weil es gibt zwar noch kein Gemeinwohlprodukt, aber es gibt den Better Life Index, den Index des besseren Lebens von der OECD, kann man schon seit gestern anwenden, wenn man will. Es gibt das Bruttonationalglück, schon erwähnt, in Bhutan wird seit über 6 Jahren dort gemessen. Was machen die? Die fragen die Oikoi, die Haushalte. Wie geht's euch? Wie geht's euch wirklich? Im Vergleich zum Vorjahr? Wird es euren Kindern einmal besser gehen als euch selber? Das ist schon die erste Frage, wo wir vielleicht einen Unterschied zwischen 1970, wird es euren Kindern mal besser? Ja, sicher. Und 2017. Mhm. Das ist ein Rückgang von Lebensqualität in diesem Aspekt. Vertrauen Sie Ihren Nachbarn? In Deutschland muss man zu mir fragen, kennen Sie Ihren Nachbarn? Der ersten Person, der Sie auf der Straße begegnen. Vertrauen im öffentlichen Raum hat sich in Deutschland seit 1960 Jahren halbiert. Und die Angst bei Kindern in den USA ist heute annähernd so hoch wie den Patientinnen der Psychiatrie in den 1950er Jahren. Da gibt es einiges. Deutsche schlafen schlechter als vor 10 Jahren. Das ist kein Zuwachs an Lebensqualität, auch wenn das pro Kopfeinkommen steigt. Das ist ein Verlust an Lebensqualität. Genau, und damit wir nicht die Kriterien des Bhutan übernehmen müssen, ist unser Vorschlag, dass in einer Gemeinwohlkommune oder Gemeinwohlgemeinde, sei das jetzt in Westvorbrunn oder in Dachau oder in Grafing oder in Wielenbach, die freien und souveränen Bürger und Bürgerinnen sich versammeln und die zum Beispiel 20 wichtigsten Zutaten für Lebensqualität, Gemeinwohl, das gute Leben für alle, definieren und daraus den lokalen Gemeinwohlindex erstellen. Und der wird jährlich gemessen und dann weiß die Gemeindebevölkerung, ob es ihr nach den eigenen höchsten Kriterien und Werten besser oder schlechter geht als im Vorjahr. Und wenn man das synthetisieren auf nationaler Ebene oder sogar EU-Ebene oder darüber hinaus zum Gemeinwohlprodukt, dann messen wir endlich in der Wirtschaft das, worum es geht. Und wir haben eine 100% Garantie, dass wenn das Gemeinwohlprodukt steigt, dass irgendetwas von dem, was uns am allerwichtigsten ist, sich verbessert haben muss. Entweder gibt es weniger Armut oder weniger Arbeitslosigkeit, weniger Hartz-IV-Haushalte, weniger Zwangsmigration, der Umwelt geht es besser, der Klimawandel wird langsamer, wir erleben echte Demokratie, unsere Beziehungen gelingen besser, vielleicht weil wir mehr Zeitwohlstand haben und dafür auch uns etwas mehr in der Demokratie engagieren können. Nur zum Beispiel, falls diese Beispiele zu Ihren höchsten Prioritäten zählen sollten, dann muss sich davon etwas verbessert haben, wenn das Gemeinwohlprodukt steigt. Sonst gibt es nicht. Und wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, haben wir da die Garantie, dass sich auch nur einer dieser jetzt exemplarisch aufgezählten Aspekte verbessert hat. Ja, und das ist doch, da müssen wir jetzt nochmal die Ökonomen fragen, Entschuldigung, Effizienz ist doch euer Lieblingsfetisch, oder? Und wenn ihr auch so auf Effizienz steht, wieso gibt es dann zwischen einem steigenden Bruttoinlandsprodukt und der Erreichung unserer Ziele, der Ziele der Wirtschaft, überhaupt keinen verlässlichen und sogar in jedem Einzelfall einen möglichen Negativzusammenhang? Ist das nicht die größte anzunehmende Ineffizienz? Und dann heißt es, Maske ab, sind keine Ökonomen, sind Krematisten. Dann macht das BIP meistens Sinn. Aber nicht für Ökonomen. Und den zweiten verlässlichen Zusammenhang, den wir herstellen wollen mit der Gemeinwohlökonomie, ist der zwischen individuellem Erfolg und kollektivem Erfolg. Und ganz konkret eines Unternehmens und der gesamten Gesellschaft, einschließlich des Planeten und unserer Kinder und Enkel. Ist dieser Zusammenhang wünschenswert? Ist er heute gegeben? Kann der so auch sein? Ist er immer so? Ist er mal so, mal so? Kann ein Unternehmen profitabel sein, Gewinne machen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und sinnvolle Arbeitsplätze schaffen und die Natur sanieren und die Demokratie stärken? Es ist möglich. Und zum Glück gibt es viele Beispiele.
Ist das Gegenteil auch möglich? Kann ein Unternehmen Gewinne machen und Arbeitsplätze abbauen und Arbeitsdruck erhöhen und Stress und erhöhen und Burnout und die Ungleichheit vergrößern und die Demokratie untergraben? Geht auch. Ja, komisch. Was ist denn das für ein lodgertes System? Also wir wissen aus der Systemtheorie, wenn wir das Foulplayer und das Fairplayer gleichzeitig zulassen, dann setzen sich nicht die Fairplayer durch, sondern die Foulplayer. Das ist eine empirische Erkenntnis aus der Spieltheorie. Ja. Und die Gemeinwohlökonomie sagt, so, und wenn so, dann so. Das heißt, falls ein Unternehmen nicht zur Wealth of the Nation, Adam Smith, zum Wohlstand der Nation beiträgt, sondern zur Poverty of the Nation, dann geht es selbst auch in die Insolvenz. Und ein Unternehmen kann nur dann florieren und existieren, wenn es zum Wohlstand der ganzen Gesellschaft beiträgt. Genau dieser Zusammenhang, den sich in der ersten Umfrage die Menschen gewünscht haben. Und der Adam Smith, der hat schon von diesem Positivzusammenhang geträumt. Und einmal ist ihm im Traum die unsichtbare Hand erschienen. Und die hat er dann da eingebaut, als Gemeinwohlbeauftragte. Weil die soll dafür sorgen, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird. Nur halt, wie das so oft ist, wenn ein Gedanke erstmals kommt, dann beschreibt man ihn nicht näher und keiner weiß, was das jetzt genau ist. Aber die Idee ist brillant und eine Gemeinwohlbeauftragte eben zu beauftragen, dass die privaten und freien Unternehmen am Ende des Abends das Gemeinwohl verlässlich herstellen, die ist super und brillant. Und wir haben die Idee aufgegriffen und die haben sie sichtbar gemacht in Gestalt einer Gemeinwohlbilanz. Genau das leistet, dass ein Unternehmen nur noch dann erfolgreich sein kann, wenn es die Gesellschaft reicher macht in den Kriterien der Gesellschaft. Was sind die Kriterien der Gesellschaft? Auf der waagerechten grünen Achse sehen Sie die höchsten Werte einer Gesellschaft. Und das sind die verfassungsmäßigen Grundwerte. Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie. Neu. Genauso wenig wie das Gemeinwohl. Wir haben sie nicht erfunden, wir haben sie gefunden in den Verfassungen. Unsere Innovation, unser Beitrag ist, dass wir sagen, die sollen in der Wirtschaft wirksam werden. Und dazu ist es aber nötig, dass wir die Wirtschaftsakteure befragen, was trägst du bei zur Erfüllung dieser Werte, zum Gemeinwohl, und dann unterschiedlich behandeln. Und wir befragen sie, wie sie diese Werte gegenüber all ihren Berührungsgruppen, Englisch Stakeholder, von den Zulieferbetrieben bis zu den zukünftigen Generationen leben. In welchem Maß, wie konsequent, in Abstufungen, in Prozentpunkten. Und in den Schnittflächen versuchen wir, die relevantesten Gemeinwohlfragestellungen zu stellen, von den Arbeitsbedingungen über die Verteilung, die ökologischen Auswirkungen, Fragen der Mitbestimmung oder der Sinnhaftigkeit des Produkts oder der Dienstleistungen bedienen. 20 Themen sind vielleicht zu viel, vielleicht zu wenig. Wir versuchen hier ein optimales Mittelmaß zu finden. Die einzelnen Kriterien sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass das Ergebnis messbar und vergleichbar ist. Damit es zuerst einmal auf allen Produkten aufscheinen kann. Das heißt, falls wir uns im Einzelhandel den Kauf eines Produktes erleben, dass uns das Produkt dann ganz selbstverständlich sagt, also wenn man keine Zeit hat, habe ich auf einen Blick die Gemeinwohlzahl und kann das mit anderen Produkten vergleichen. Habe ich null Zeitverlust. Wenn ich mir die Zeit nehmen möchte, fahre ich über den QR-Code und erfahre dann, wer dieses Produkt hergestellt hat, unter welchen Arbeitsbedingungen, mit welchen Umweltauswirkungen, ob das Unternehmen ein solidarisches ist oder ein kannibalisches, welchen Steuerbeitrag es zahlt in den Ländern, in denen es wirtschaftlich tätig ist, an welchen nicht, ob es Parteien finanziert oder Lobbys, die sich für das Wohl dieser Branche oder dieses Unternehmens einsetzen auf Kosten des Gemeinwohls oder vielleicht sogar, ob sie eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben haben. Nach der Privatisierung sind die Universitäten auf Drittmittel angewiesen und die Studie beweist die Unbedenklichkeit der hier enthaltenen Schadstoffe. Oder sind das relevante Informationen? Oder ist das eh wurscht? Erfahren wir die heute vom durchschnittlichen Produkt? Die Theorie der Marktwirtschaft sagt, dass die Marktwirtschaft deshalb effizient ist, weil alle Marktteilnehmenden alle Informationen zur Verfügung haben.
Laut dieser Theorie kann die Marktwirtschaft gar nicht effizient sein, weil die Informationsgrundlage eine ganz wesentliche, nämlich die ethischen. Die finanzielle Informationsgrundlage ist der Preis, die haben wir. Aber die ethische Information, die ist ja viel wichtiger, die haben wir nicht. Und deshalb wären Märkte, wenn sie transparent wären, wären sie zwar effizienter, aber noch nicht notwendigerweise effektiv. Was ist jetzt da wieder der Unterschied? Effizienter kann man zum Beispiel doppelt so schnell in die falsche Richtung fahren. Effektiv heißt, dass man es den Marktteilnehmenden einfach macht, die Ziele und Grundwerte der demokratischen Gemeinschaft zu erfüllen. Ob das heute der Fall ist, kann ich mit der Preisfrage mit Ihnen anschauen. Das ist die Preisfrage, die ist wörtlich zu nehmen. Das ist das Preisverhältnis, finanzielle Information, zwischen den ethischsten verfügbaren Produkten auf den Märkten und den unethischsten, den Dumpingprodukten. Welche sind die ethischsten, die preisgünstigsten oder die teuersten in der Regel? Die teuersten. Und wer hat einen Wettbewerbsvorteil heute? Die teuren oder die günstigen? Die günstigen, also die Dumping. Die Verfassungswerte mit den Füßen treten, haben einen Wettbewerbsvorteil. Ist das effektiv? Wenn wir die Ziele und Werte erreichen wollen, wäre effektiv genau umgekehrt. Man könnte da provokant sagen, das ist ein unintelligentes Design der Marktwirtschaft. Das ist eine unethische Marktwirtschaft. Jetzt darf man ja, weil das ist ja keine Vorhersehung. Und darum ist das veränderbar. Während hingegen die naturwissenschaftlichen Ökonomen, die sagen, die einzige Freiheit, die wir haben, ist, dass wir die ethischen Produkte kaufen, obwohl sie teurer sind. Aber dass wir das Preisverhältnis verändern, das geht in einer Natur, in einem Naturphänomen geht das nicht. In einer naturgesetzlichen Marktwirtschaft. Da ist es wieder so gefährlich. Und dass wir auf die Idee kommen konnten, das Preisverhältnis umzukehren, nämlich vom Kopf auf die Füße zu stellen, ja, auf die kommt kein Ökonom. Kein als Ökonom verkleideter Grammatist. Aber das ist unser Vorschlag. Und wie könnte das funktionieren? Indem wir das Gemeinwohlbilanzergebnis verknüpfen mit rechtlichen Anreizen, die Preise anders bilden. Letzte gute Nachricht, die gibt es auch schon alle. Keinen dieser müssen wir erfinden. Wir müssen sie nur konsequent auf die Verfassungswerte ausrichten. Vielleicht ein kleines Beispiel, weil es ein aktuelles und ein konkretes Beispiel ist. In Deutschland werden laut Umweltbundesamt jährlich 57 Milliarden Euro Steuergeld dafür verwendet, um umweltschädigende Produkte, Technologien und Privatunternehmen zu subventionieren. Wirtschaftsförderung. Es wäre schon besser, dass es diese Förderung gar nicht gäbe, dann hätten wir auch noch 60 Milliarden Euro weniger Steuernotwendigkeit. Oder wenigstens, dass die konsequent auf die nachhaltigsten und gemeinwohlorientiertesten Unternehmen angewandt werden. Genau das gleiche mit allen anderen. Mein Lieblingsbeispiel, 1000 Gemeinwohlpunkte, keine Körperschaftssteuer mehr. 0 Gemeinwohlpunkte, doppelter, dreifacher, vierfacher Körperschaftssteuersatz. Im internationalen Handel für die Fairsten erhalten im Gegenzug zu ihrer Fairness Freihandel. Aber je unfairer, desto unfreier der Handel und desto teurer der Zugang zum ethischen Weltmarkt, zur ethischen Handelszone statt zur freien Handelszone. Die Stadt Dachau schaut beim öffentlichen Einkauf 20% der Wirtschaftsleistung zuerst auf die Gemeinwohlbilanzergebnisse und dann vergleicht sie die Preise. Oder Bayern oder Deutschland oder die EU oder Wesselbrunn oder die UNO. Und die Banken prüfen, ein letztes Mal quäle ich sie ganz kurz und dann sind sie befreit von meinen Qualen. Die Bank für Gemeinwohl macht zuerst die ethische Bonitätsprüfung, das ist die wir jetzt gerade in Österreich gründen. Bei uns gibt es noch keine Ethikbank, weder eine GLS, noch eine Triodos, noch eine Umwelt, noch eine Ethikbank. Und was ist das Quälerische? Die Frage, wie heute Ökonomen den Erfolg einer Investition messen. Wir haben es schon gehabt vorher.
Woran messen heutige Ökonomen primär den Erfolg einer Investition? An der Rendite, an der Finanzrendite. Und das ist so wesentlich, weil eine Investition ist nicht irgendwas, sondern das ist, wohin wir unsere Ressourcen, unsere Mittel gießen, damit wir die Wirtschaft von morgen kreieren. Die Arbeitsplätze von morgen, die Branchen von morgen, die Technologien von morgen, die gesamte Wirtschaft von morgen, die dem Gemeinwohl dienen soll. Und die jetzt diese Investitionen finanzieren, schauen nur, ob diese Investition mehr Geld zurückschüttet, als wir hineingießen. Und sie stellen aber nicht die Fragen, und den Banken, das müssen die Banken machen, die das finanzieren. Die müssen diese finanzielle Renditefrage stellen, aber sie müssen nicht prüfen, wie sich dieselbe Investition auf die Umwelt, auf das Weltklima, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die Verteilungsgerechtigkeit, auf die Demokratie, auf das Geschlechterverhältnis oder auf die Menschenwürde auswirkt. Und das ist aus meiner Sicht der größte anzunehmende blinde Fleck der ökonomischen Wissenschaft, der ein letztes Mal sehr klar belegt, dass es sich hier um Krematisten und nicht um Ökonomen handelt. Die Bank für Gemeinwohl macht zuerst die ethische Risikoprüfung und nur, wenn diese Grundwerte nicht gefährdet, nicht vermindert werden und die Gemeinschaftsgüter nicht enteignet werden, nur dann wird erst die finanzielle Risikoprüfung zusätzlich gemacht, die braucht selbstverständlich auch. Und wenn beide bestanden werden, dann fließt das Geld, wohin es fließen soll, nämlich in eine umfassend ethische und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Genau, jetzt haben wir es geschafft. Das ist, um es ein bisschen aufzulockern, nicht exakt das, was wir vorschlagen, aber kommt schon sehr nahe. Ich glaube, einige können nicht Spanisch. Ja. Das ist eine Preisliste von einem real existierenden Café in Barcelona. Ein Kaffee, 2,80 Euro. Guten Tag, einen Kaffee bitte. 1,80 Euro. Grüß euch, ein Kaffee, tschau, aber ohne Stress, 80 Cent. Ein bisschen theoretischer. Zusammenfassend lautet unser Vorschlag, dass wir die Systemspielregeln Gewinnstreben und Konkurrenz, Gewinnstreben als oberste Zielsetzung und Konkurrenz als die vorherrschende und uns auch propagierte Umgangsform, ablösen durch Gemeinwohlstreben als oberste Zielsetzung, laut Verfassung, verfassungskonform, und Kooperation als empfohlene Umgangsform zwischen den Wirtschaftsakteuren. Und wir glauben, dass diese Systemspielregeln das Wirtschaftsgeschehen in eine andere ethische Richtung steuern werden, nämlich in Richtung unserer heute schon vereinbarten Verfassungswerte und Beziehungswerte. Diese Werte werden Beziehungen gelingen lassen, Gemeinschaften florieren lassen und Unternehmen erfolgreich sein lassen, die sich an diese Werte halten. Während die gegen diese Spielregeln bewirken, dass das Leben menschlicher Schwächen von Geiz und Gier über Egoismus und Maßlosigkeit und Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit zum unternehmerischen und wirtschaftlichen Erfolg führt, anstatt zur Insolvenz, zur ethischen Insolvenz. Das wäre in der Gemeinwohlökonomie der Fall. Wir sind weiterhin frei, uns zu verhalten, so oder so, aber so werden wir eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit haben und so werden wir eine sehr viel größere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Nur damit es nicht unerwähnt bleibt, die Gemeinwohlökonomie ist vollständig in der Bedeutung, dass wir alle Grundpfeiler der Wirtschaftsordnung anschauen. Das geht sich aber an einem Abend nicht aus. Sie sind herzlich eingeladen, sich das näher und im Detail anzuschauen. Gleichzeitig sage ich dazu, das ist kein Katechismus. Wir haben nicht die Forderung als Bewegung, das soll jetzt umgesetzt werden, wie eine ursprüngliche Partei. Unsere einzige Forderung ist, dass in demokratischen Prozessen diese Grundbausteine der Wirtschaftsordnung beleuchtet, in Alternativen diskutiert und auf diese Weise dann demokratisch entschieden werden sollen. Bevor wir uns diesen demokratischen Prozess hier erleben, zeige ich Ihnen noch ein paar Fotos zum Auflockern. Und das, was Sie auf der zweiten Folie in Zahlen gesehen haben, jetzt in Bildern, damit Sie sehen, das hat sich wirklich ausgebreitet über viele Staaten. Mit 12 Unternehmen hat es begonnen. Heute sind es 2300, die uns unterstützen. Und 500 haben eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Und davon werden einige in Kürze am Podium sein. Es sind private Unternehmen, gemeinnützige Unternehmen und öffentliche Unternehmen. Die Fachhochschule Burgenland hat nicht nur eine Bilanz erstellt, sondern jetzt auch eine Gemeinwohlbeauftragte
und bietet ab nächstem Jahr einen MA Angewandte Gemeinwohlökonomie an. Die erste Universität mit Bilanz ist die Universität Barcelona und der erste Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie ist im Juni an der Universität Valencia gestartet. Die ersten Gemeinwohlgemeinden sind in Spanien und Italien entstanden, aber mittlerweile auch auf Deutschland und Österreich übergesprungen. Stuttgart ist noch keine Gemeinwohlstadt, aber sie hat 4 Kommunalbetriebe bilanziert. Das ist ein mutiger Schritt voraus. Das habe ich schon erzählt, die ersten beiden österreichischen Gemeinden sind bilanziert, Mäder und Nenzing. Und in Bayern geht es jetzt auch los, auch in verschiedenen Regionen. Und am weitesten vorangekommen ist auch die Region Valencia. Da hat das Landesparlament schon 2 Gesetze beschlossen und wird weitere 2 Gesetze verabschieden, die nicht nur die Bilanzen sichtbar machen und fördern in einem landesweiten Register, sondern auch Investitionen in den Wandel der Unternehmen fördern. Und der 4. ist der wichtigste Schritt, dann die Unternehmen mit einer guten und auditierten Bilanz im öffentlichen Einkauf vorangeben und bei den Kommunalsteuern besser behandeln als die anderen. Also da geht es dann ans Eingemachte, wenn man so will. Wir haben auch Legitimation von mittlerweile zweithöchster Stelle der Europäischen Union. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss ist ein beratendes Gremium des Parlaments, des Rates und der Kommission. Und er hat sich in einer 9-monatigen Arbeit die Gemeinwohlökonomie genau angesehen, ein 10-seitiges Papier ausgearbeitet und dann im Plenum angenommen mit einer Stimmenmehrheit von 86%. Und das nicht obwohl, sondern weil der Wirtschafts- und Sozialausschuss ein hochrepräsentatives Gremium ist. Da sind ArbeitgeberInnenvertreterInnen, da sind ArbeitnehmerInnenvertreterInnen, da sind Bauernverbände, da sind Sozialverbände und KonsumentInnenvertreterInnen vertreten, also quer durch die Sektoren der Gesellschaft. Und letzte Woche kam die erste Einladung an die UNO. Also ich wurde eingeladen, die Gemeinwohlökonomie beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen vorzustellen. Und das war eines unserer strategischen Ziele. Noch ehe die Jahresuhr zum 7. Male schlug, kam die ersehnte Einladung. Genau. Und ja, irgendwie ist jetzt eigentlich gut, oder? Aber es fehlen noch die letzten 5 Minuten. Haben Sie noch Energie für den demokratischen Prozess? Ein paar Minuten noch. Und das wird jetzt ein Spiel. Sie können sich schon geistig vorbereiten, hier draußen mitzuspielen. 10 von Ihnen. Die anderen sind dann Zeugen und Zeuginnen des Spiels. Kurz erinnert, ich habe gesagt, die schönsten Alternativen nutzen nichts oder nutzen nicht allzu viel, wenn dann die Parlamente sich versperren. Sagen, sie interessiert uns nicht. Was macht man dann? Wir erinnern uns, was die Demokratie ist und was ihre Grundprinzipien sind. Ich habe Politikwissenschaften studiert, ich kann mich das sehr gut erinnern, bin ein Fachmann sozusagen. Mir wurde gesagt, eines der Kernprinzipien der Demokratie ist das Souveränitätsprinzip. Aha, interessant, spannend. Nicht gesagt wurde mir, was souverän im Griechischen, im Lateinischen bedeutet. Weiß irgendjemand, aus welchem Begriff sich das Wort souverän ableitet? Das war es niemand. Und wir Politikwissenschaftsstudierenden wissen das auch nicht. Und das ist schon ein bisschen short, weil die Demokratie ist so das Allerhöchste. Manche EU-Mitgliedstaaten führen Kriege im Namen der Demokratie. Aber was das heißt, wissen wir nicht. Souverän kommt von Souveranus und heißt über allem stehend. Und wer ist die souveräne Instanz in der Demokratie? Das wissen wir, gell? Und wer hat das von Ihnen schon mal gespürt? Weil wenn das wirklich so war, dann wären aus tänzerischer Perspektive alle anderen unter uns, oder? Verfassung, Parlament, Bundesregierung, ein völkerrechtliches Abkommen wie CETA oder TTIP oder ein einzelnes Gesetz. Und wir hätten grundsätzlich die Rechte, diese anderen Ordnungselemente zu verändern. Wir hätten Souveränsrechte. Die Tatsache, dass es den Begriff Souveränsrechte in der Demokratie überhaupt nicht gibt, ist schon sehr bezeichnend. Ob jetzt gibt es ja. Und der erste, dass das erste Souveränsrecht ist aus meiner Sicht das Wichtigste, weil wer, wenn nicht
Wer sollte das höchste Dokument in der Demokratie schreiben? Wäre nicht die höchste Instanz. Aus guten Gründen. Wenn die Vertretung des Souveräns die Verfassung schreibt, dann könnte es passieren, dass sie sich selbst die ganze Macht verleiht, qua Verfassung, und no power for the people übrig lässt. Außer alle 4 Jahre einmal ein Kreuzchen vor eine Partei machen, in der wir alle inhaltlichen Entscheidungen in eine sinnlose Entscheidung zusammenpacken müssen. Das ist wirklich das Sinnloseste, was man in einer Demokratie machen kann. Verzeihung, aber dazu stehe ich. Und der zweite Grund, wenn wir die Verfassung schreiben können, dann können wir auch die inhaltlichen Richtlinien vorgeben. Und wir können sagen, eine gemeinwohlorientierte Ökonomie verpflichtet das Eigentum nicht nur zur Sozialpflicht, sondern ergänzt dann den Satz 2 und deshalb müssen die Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellen und der Satz 3 und je nach Gemeinwohlbilanzergebnis werden dann die ethischen Performer besser gestellt als die ethischen Nicht-Performer. Oder wir sagen, Banken dürfen nicht größer werden als. Oder wir sagen, der Kapitalverkehr in Steueroasen wird nicht freigegeben. Oder wir sagen, Lebewesen dürfen nicht patentiert werden. Oder wir sagen, Ungleichheit ist nicht schlecht. Aber grenzenlose Ungleichheit ist extrem schlecht. Deshalb wollen wir die Ungleichheit begrenzen. Das macht derzeit kein Parlament der Welt. Wir schlagen die Begrenzung der Ungleichheit bei Einkommen, bei Eigentum, bei Erbschaften und bei Unternehmensgrößen vor. Wenn Sie so wollen, statt positiver Rückkopplung und exponentiellem Wachstum, nicht nur der Wirtschaft als Ganzen, sondern auch der Einkommens- und Vermögensungleichheit, schlagen wir negative Rückkopplung vor. Am Anfang soll es einfach sein. Die erste Million soll die leichteste sein, nicht die schwerste. Der erste Job soll einfach zu erhalten, das erste Unternehmen soll einfach zu gründen sein, das erste Vermögen soll einfach zu erwerben sein. Aber je mehr Millionen wir haben, desto schwieriger soll es werden, noch reicher, noch größer, noch mächtiger zu werden. Und irgendwann ist Schluss. Aus dem einfachen Grund, damit die extreme Ungleichheit diese Gesellschaft nicht zerreißt. Wo uns alle wissenschaftlichen Disziplinen mit einer Ausnahme der ökonomischen Wissenschaft recht geben. Genau. Kann ich Ihnen im Detail auseinandersetzen. Was wir jetzt vorschlagen, dass wir ein Experiment machen, als nur ein Beispiel, wie wir uns diese demokratischen Prozesse auf Gemeindeebene vorstellen. Die dauern ein halbes Jahr mindestens. Da sitzen 50 Menschen in dem demokratischen Konvent aus der Kommunalbevölkerung in Abstimmung mit dem Gemeinderat. Das ist auch noch ganz wichtig, das ist keine souveräne Gegenvertretung, das ist eine souveräne Mitvertretung. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das heißt, so ein demokratischer Prozess wird mit Unterstützung des Gemeinderates im Idealfall einstimmig gestartet. Was machen die 50 Delegierten? Die arbeiten die 10 wichtigsten Fragestellungen zur Wirtschaftsordnung aus. In mehreren Alternativen. Und damit Sie jetzt einen kleinen Vorgeschmack bekommen, welche Fragen dort gestellt werden könnten und wie sowas entschieden wird, bitte ich jetzt 10 Anwesende zu mir herauszukommen, hier auf die Bühne, und das mit mir zu spielen. Es dauert 3 Minuten und dann haben Sie sofort eine ganz klare Vorstellung, wie so ein demokratischer Gemeindekonvent funktionieren könnte. Bitte möglichst viele Geschlechter, mindestens 5 Frauen und 5 Männer, hier zu mir auf die Bühne und ich verspreche, es tut nicht weh und Sie werden nicht beschämt. Im Gegenteil, es macht Spaß und Sie werden es lange nicht vergessen. Bitte, 10 Freiwillige zu mir hervor. Und Applaus für die Mutigen, die da kommen schon erst noch weitere 9 und weiter schon noch 8 weitere, kommen Sie weiter heraus. Einfach aufgefordert da in einer Reihe, wunderbar. Wir brauchen noch 7 Freiwillige, vielleicht da anschließend, genau. Ja, wunderbar, 5 sind schon, noch weitere 5 bitte. Es macht wirklich Spaß und Sie werden das wirklich lange nicht vergessen. Jawohl, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noch 3 bitte. 3 noch, ein Herz fassen. Es ist wirklich auflockernd, wunderbar. Ein bisschen Frauen, ein paar Frauen noch, wäre gut. Bitte kommen Sie. Jawohl, 1, 2, 3, wunderbar. Wir haben 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heraus, heraus, heraus. Kommen Sie, auch wenn es 11 sind, ist genauso gut. 11 ist wunderbar, 12 ist auch wunderbar. So, nur zur Erklärung, ja, genau. Im echten Konvent ist das der Souverän. Das ist nicht der Konvent, das ist der Souverän. Warum jetzt nur 11? Weil ich könnte nicht die Hände zählen, die hier im Saal sind. Nur deswegen. Und gleichzeitig kontrollieren Sie, ob ich richtig zähle. So,
Sie sind jetzt der Gemeindesouverän und eigentlich, ganz kleine Korrektur, Sie sind auch noch der Konvent, weil Sie machen auch die Vorschläge. Vorschläge kommen nicht von mir. Von mir kommt jetzt nur die Fragestellung und das Entscheidungsverfahren. Aber die Vorschläge, wie die Frage gelöst werden könnte, die kommen bereits von Ihnen. Meine Frage lautet, soll es eine Begrenzung der Ungleichheit bei den Einkommen geben oder nicht? Und wenn ja, in welcher Höhe, nämlich bei welchem maximalen Vielfachen des Mindesteinkommens in der gleichen Arbeitszeit? Um es zu vereinfachen, wir machen es so einfach wie möglich, wir wollen uns nicht den Kopf zerbrechen. Das Mindesteinkommen beträgt, sagen wir, 1500 Euro netto für die volle pro Monat, für die volle Regelarbeitszeit von angenommen 30 Wochenstunden als Spielannahme. Und heute können Sie entscheiden, mit welchem maximalen Vielfachen die Höchsteinkommen in der gleichen Arbeitszeit begrenzt werden sollen. Sie müssen sie nicht begrenzen, aber wenn Sie sie begrenzen wollen, dann schlagen Sie bitte den maximalen Vielfachfaktor des Mindesteinkommens vor in der gleichen Arbeitszeit. Egal ob unselbstständig oder UnternehmerIn, egal ob Sportler oder Diva. Nämlich kein Mensch kann weniger verdienen als so viel und kein Mensch kann mehr verdienen als so viel. Frage verstanden? Dann bitte einfach Vorschläge machen und es dürfen verschiedene Vorschläge sein. Vielfalt ist gut. Mal 10. Erster Vorschlag, das Zehnfache. 2,5. 7. 7. 5. 5. 15. 15. 12. 12. 8. 8. Ich habe 2,5, 5, 7, 8, 10, 12, 15. Last call, letzte Möglichkeit. Oder ich frage auch noch, sollen wir 7 und 8 abstimmen? Ist okay, wir können es machen. Ich frage nur nochmal. Oder? Offenbar ja. Gut, dann stimmen wir 7 und 8 ab. Letzte Chance fürs Publikum, hat gegenüber eine ganz wichtige Zahl, ganz wichtiger Vorschlag vergessen. 2. 2. Naja, wenn wir 2,5 haben, dann erlaube ich mir zu sagen, dass das nicht ganz wichtig ist. Oder ist es für Sie ganz wichtig? Das Hundertfache. Das Hundertfache. Das ist schon ein deutlich anderer. Den würde ich noch aufnehmen. Also, wir haben hier 2,5, 5, 7, 8, 10, 12, 15 und 108 Vorschläge. Erste Innovation eines Verfahrens, das wir nicht erfunden haben, sondern zwei Mathematiker der Universität Graz entwickelt haben. Das heißt systemisch konsensieren. Schrecklicher Name, nein, komplizierter Name, aber tolles Verfahren. Erstens, wir stimmen alle 8 Vorschläge ab. Das ist das Ergebnis von 6. Das ist das Ergebnis von 6 Monaten Befragung unterschiedlichster Expertinnen von der IHK bis zum Deutschen Gewerkschaftsbund, von Greenpeace bis zur Caritas und von der Diakonie bis zur Frauenbewegung und wurden alle befragt. Und so kam dieses Spektrum zustande. Die einen haben für den Faktor 2,5 gestimmt und die anderen haben für den Faktor 100 gestimmt. Und dazwischen waren viele andere Bedürfnisse. Erste Innovation, wir stimmen alle 8 ab. Zweite Innovation, wir messen nicht die Zustimmung, weil dann könnte ein Milliardär eine PR-Agentur beauftragen und sein Favorit könnte gewinnen. Sondern wir messen den Widerstand gegen alle 8 Vorschläge. Und es gewinnt der, der den geringsten Widerstand im Souverän hervorruft und auslöst. Und da steckt eine tiefe Weisheit dahinter. Nämlich, jede Regel, die wir uns geben als demokratisches Gemeinwesen, auch die Nichtregelung eines Themas, gleichermaßen, schränkt die Freiheit von uns ein. Mehr oder weniger. Das ist der einzige Spielraum, den wir haben. Können wir die Summenfreiheit des Souveräns stärker einschränken oder schwächer einschränken? Und dieses Verfahren hilft uns, diejenige Regel zu finden, die die Freiheit von uns allen zusammen betrachtet, so gering wie möglich einschränkt. Oder anders gesagt, den Summenschmerz im Souverän minimiert. Und das ist, was wir hier bei Ihnen messen. Wir messen den Schmerz mit und den Widerstand gegen einen Vorschlag. Und Sie haben 8-mal 3 Möglichkeiten, Ihren Schmerz und Widerstand zu zeigen. Erste Möglichkeit, Sie hören den Vorschlag, der so dann später im Grundgesetz oder im Europavertrag oder sogar in einer UNO-Regel eines Tages stehen würde. Sie fühlen den Schmerz.
Wenn es nicht weh tut, dann haben Sie keine Widerstandsenergie und dann heben Sie keinen Arm. Möglichkeit 2, Sie hören den Vorschlag, Sie fühlen den Schmerz, wenn es ein bisschen zwickt oder kratzt oder juckt oder Sie haben große Fragen, dann haben Sie eine leichte Widerstandsenergie und heben einen Arm. Möglichkeit 3, Sie hören den Vorschlag, Sie fühlen den, das tut extrem weh, also höllischer Schmerz, haben Sie viel Widerstandsenergie, das ist ganz einfach, Sie heben zwei Arme, schwer dagegen. Verstanden? Ja? Kein Problem, leichtes Problem, großes Problem. Okay, und bitte achtmal abstimmen für Sie. Heißer Tipp, wenn Sie die Augen schließen beim Abstimmen, dann spüren Sie besser und Sie sehen nicht, was Ihre Nachbarin macht und auch nicht die Grimassen des Publikums. Und Sie können bitte überprüfen, ob ich richtig zähle. Ja. Es geht los. Wir gehen vom Kleinsten bis zum Größten. Erster Vorschlag, Trommelwirbel. Die höchsten Einkommen dürfen bis zum 2,5-fache des gesetzlichen Mindestlohns in der gleichen Arbeitszeit ausmachen, aber nicht mehr. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor 2,5. Ich beginne zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Widerstandsstimmen. Dankeschön. Zweiter Vorschlag. Maximal das 5-fache dürfen die Höchsteinkommen betragen, aber nicht mehr. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dankeschön. Dritter Vorschlag, maximal das 7-fache, aber nicht mehr. Bitte Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dankeschön. Nächster Vorschlag, maximal das 8-fache, aber nicht mehr. Bitte Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den Maximalfaktor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nächster Vorschlag, maximal das 10-fache. Bitte Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nächster Vorschlag, maximal das 12-fache. Bitte Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den Maximalfaktor 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maximal das 15-fache. Bitte Ihren Schmerz und Widerstand gegen 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Letzter Vorschlag, maximal das 100-fache, aber nicht mehr. Das, glaube ich, kann ich nicht mehr erzählen. Okay, großartig. Welcher Vorschlag hat gewonnen? 7. Ja, wir hatten das Tal, wir haben begonnen bei, glaube ich, 12 Widerstandsstimmen, sind dann auf die Talsohle erreicht bei 7 Widerstandsstimmen, beim Ungleichheitsfaktor 7 und dann ist es schon wieder aufgegangen. In 3 Minuten hat es der demokratische Souverän zu Dachau geschafft, diese unendlich schwierige Frage der Begrenzung der Ungleichheit zu entscheiden. Das verdient einen riesigen Applaus. Ganz kurz, in bisher 25 Staaten von Schweden bis Chile gewinnt am häufigsten der Faktor 10. Also es ist, ich würde sagen, sehr knapp an der Repräsentativität. Kann man hier, oh ja, das kann man schlecht lesen, das muss ich ein bisschen verändern. Aber viel wichtiger, 5 Minuten braucht der demokratische Souverän zu Dachau. Wie lange braucht das durchschnittliche Parlament? Kommt zu keinem Ergebnis. Auch die Nichtregelung eines Themas ist ein Ergebnis, das von den Entscheidungsbefugten verantwortet wird. Also 7 würde man dann kaum noch erkennen können. Das ist der Ist-Zustand. Und das ist nur ein Beispiel, und wir haben viele weitere Beispiele, weshalb wir vorschlagen, dass Grundsatzentscheidungen für die übrigens letzte Information, für die Grundsatzentscheidungen, die wir dem Souverän überantworten würden, braucht man nicht so sehr die Fachbildung, da sind wirklich die Parlamente besser dran, sondern dafür braucht man mehr die Herzensbildung. Und da ist der Souverän erwiesenermaßen nicht schlechter dran als die gesellschaftlichen Eliten.
Und wie man mitmachen kann, habe ich schon gesagt. Als Privatperson können Sie der nächsten Regionalgruppe beitreten oder eine Regionalgruppe gründen. Als Unternehmen können Sie eine Bilanz erstellen. Als Gemeinde können Sie Gemeinwohlgemeinde werden und als Kronjuwel diesen BürgerInnenbeteiligungsprozess beginnen. Und wenn viele, viele Gemeinden das machen, dann habe ich eine Hoffnung, dass auch der Bundestag und die Parlamente darauf eingehen werden und diesen demokratischen Verfassungsprozess formal legitimieren werden. Ihre Bildungseinrichtung kann mitmachen in umfassendster Form und immer mehr und immer prominentere Menschen bekräftigen und ermutigen Sie auf diesem Weg. Und damit möchte ich schließen und Sie noch einmal herzlich einladen, sich in der einen oder anderen Form ebenfalls zu beteiligen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. An dieser Stelle machen wir jetzt eine kurze Pause, wie gesagt. Wir wollen schauen, dass wir vielleicht 10 Minuten. 12. Werden wir hier kurz umbauen. Sie können, wie gesagt, draußen Erfrischungen nehmen oder eben an den Infoständen sich informieren und wir sehen Sie dann alle wieder zur Podiumsdiskussion. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Erst nochmal herzlichen Dank, Herrn Felber, für diesen wunderbaren Vortrag. Und damit Sie nicht das Gefühl haben, ja, der kann uns jetzt viel erzählen, der schreibt Bücher und redet gescheit daher, aber umsetzen kann man das sowieso alles nicht, haben wir hier die Beweislage auf die Bühne gebracht. Also einige von der Beweislage. Ganz genau. Und ich freue mich sehr. Hier ist Simon Stadler von Polarstern, den Herrn Felber kennen wir bereits schon, dann fange ich außen an, der Andreas Schöpbeck von der Krankenkasse Provita, dann ist da die Frau Niedl von der Sparda-Bank und der Herr Dinter von der Gemeinde Bessobrunn. Wo fangen wir an? Fangen wir bei Ihnen gleich an, Herr Bürgermeister. Als ich, Podiumsdiskussion, haben wir uns nicht so vorgestellt, dass wir auf dem Podium diskutieren, sondern wir wollen mit Ihnen sprechen. Aber jeder von denen stellt sich seinen Kontext, ja, Firma oder Kontext vor. Und dann können Sie, wenn sich alles vorgestellt haben, gezielt Fragen stellen, natürlich auch an den Herrn Felber und an alle, die hier sitzen, wie Sie das umsetzen und wie Sie diesen Prozess erleben. Der Herr Felber hat schon gesagt, es geht ja überhaupt nicht darum, dass man sagt, das macht man voll und ganz oder das macht man gar nicht, sondern es geht darum, sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern in einen Prozess zu begeben, der in diese Richtung führt. Also wenn das viele machen würden, wäre schon ganz viel geholfen. Genau, Herr Dinter, als ich erfahren habe, dass die Gemeinde, die gesamte Gemeinde Bessobrunn sich der Gemeinwohlökonomie verschrieben hat, habe ich gedacht, also das mag ich mir mal anschauen, wer das ist. Und dann hat mich interessiert, so als selbst kommunalpolitisch interessierter Mensch, was sitzen denn da für Parteien im Gemeinderat, die das abgestimmt haben? Kann ich Ihnen sagen, es sitzt in diesem Gemeinderat kein einziger Vertreter einer Partei, der im Bundestag, die im Bundestag vertreten ist. Die haben lauter irgendwo andere. Eine heißt Liste für alle. Das müssen Sie uns jetzt genauer erklären, was bei Ihnen eigentlich los ist. Ja, bei uns ist es so, dass wir eine kleine Gemeinde sind. Insofern ist es schon wahnsinnig spannend für mich, als Provinzbürgermeister aus einem 2200 Seelendorf in der großen Stadt Dachau auftreten zu dürfen. Wir sind 50 Weiler in unserer Gemeinde, 4 größere Ortsteile und 3 Ortsteile davon, die streiten seit ungefähr 25 Jahren und haben deswegen Ortsteillisten gegründet, ein Ortsteil gegen den anderen. Und wir haben dann vor mittlerweile 10 Jahren gesagt, dieser Streit, der führt zu gar nichts.
Wir machen eine weitere Liste, nämlich eine Liste für alle und haben da auf dieser Liste aus allen Ortsteilen Kandidaten versammelt und wollten eigentlich nur einen Gemeinderatssitz haben, um das Zünglein an der Waage werden zu können. Und dann haben wir einen Bürgermeister und 4 Sitze gekriegt. Und dann waren wir ein bisschen überrascht. Aber seitdem arbeiten wir. Und arbeiten heißt, das geht ja los, am Anfang muss man ja einen Eid ablegen. Ne? Man muss ja als Bürgermeister ein Amtseid ablegen, an die Gemeinderäte. Und witzigerweise, ich habe das ja auch nicht gewusst, man schwört da nicht zum Wohle des deutschen Volkes oder so, wie das die Bundeskanzlerin machen muss, sondern der bayerische Amtseid ist ja so, dass man auf die Gesetze schwören muss, ne? Dass man denen treu ist und die einhält. Und dann habe ich mir gedacht, als gut, ich komme bekanntermaßen, zumindest im Ort bekanntermaßen, nicht aus der schwarzen Ecke, dann habe ich mir gedacht, wenn man jetzt schon auf die Gesetze von 40, 50 Jahren CSU-Regentschaft schwören muss, dann muss man sich dem ein bisschen genauer anschauen, was da drin steht. Und dann entdeckt man zwangsweise in der bayerischen Verfassung den bereits erwähnten Artikel 151. Und dann waren wir daheim. Ne? Dann haben wir gesagt, wie geht denn das fürs Gemeinwohl was zu tun? Und dann stellt man relativ schnell die Frage an den Gemeinderat, ja, was haben denn wir eigentlich für einen Job, für eine Aufgabe? Und da haben wir uns mal so definiert, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich die Interessensvertreter der Bürger sein. Und wenn man die Interessensvertreter, wenn man sie so versteht und wahrnimmt als Interessensvertreter der Bürger und diesen Artikel 151 liest, dann kommt man ganz von selber drauf, dass ein paar Sachen nicht in Ordnung sind. Und jetzt gehöre ich und zu diesen gescholtenen Ökonomen von meiner Ausbildung her. Aber eins habe ich schon gelernt in meiner Ausbildung, oder zumindest in Erweiterung dessen, was man da so lernt und durch selber nachdenken ist, bin ich halt draufgekommen, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass das System, das diese Probleme auf dieser Welt verursacht, dass man mit dem gleichen System die Probleme auch lösen kann. Das glaube ich einfach nicht. Das haut nicht hin. Und wenn man die paar Sachen zusammentut und sagt, wir machen das alles, wir probieren das im Kleinen und dieses System kann es nicht sein, dann landet man automatisch bei irgendwelchen Alternativen. Und da stand ja eine ganze Reihe von Alternativen auf der Tafel und wenn man sich die einzelnen anschaut, dann sind die, also viele davon waren für mein Dafürhalten ganz gut und haben einen guten Ansatz gehabt, aber bei den allermeisten brauchen eine Regierung in München, eine Regierung in Berlin, die irgendwelche Gesetze erstmal ändern kann, damit es losgegangen ist. Und bei der Gemeinwohlökonomie brauchen wir das nicht. Jeder kann sofort morgen anfangen, ohne dass man ein einziges Gesetz in München oder Berlin ändern muss. Und das war eigentlich schon der spannende Aufschlag für das Ganze. Und dann kann man überlegen in der Alltagsarbeit, was tut man denn? In der Gemeinde kann man im ganz kleinen anfangen, beispielsweise. Es gibt in der Gemeinde Wesserbrunn keinen Kindergarten, keine Putzkraft, keinen Bauhofmitarbeiter, der nicht bei der Gemeinde angestellt ist. Unter irgendwelchen schlechteren Bedingungen, und sei es nur die Arbeitsbedingungen bei der Kirche, oder sei es die Entschuldigung, ich will ja kaum zu nahe treten, aber es ist so, die Tarifbedingungen der kirchlichen Entlohnungsinstrumente sind schlechter als der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Das ist einfach so. Ganz objektiv betrachtet. So, und es gibt auch keine Beschäftigte, die bei einem Putzdienst, bei einer Putzfirma zumindest noch arbeiten. Sondern alle diese Menschen sind bei uns angestellt unter dem Tarifgefüge des öffentlichen Dienstes. Erster Schritt. Zweiter Schritt, zum Beispiel, wir haben kein Gemeindewerk oder sowas, ist alles in der Gemeinde integriert. Wir haben 3 Bauhofleute gehabt. Und wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass die Bauhofleute die in Anführungszeichen niederqualifizierten Tätigkeiten machen, Straße zusammenkehren und für einen Fronleichnamszug die Fensterläden putzen und sowas, sondern das sind doch eigentlich Menschen, die können qualifizierte Tätigkeiten machen. Wir haben zusätzlich Leiter eingestellt, wir haben weitere Facharbeiter organisiert, rekrutiert und die Gemeinde Wesserbrunn baut mittlerweile die komplette Wasserversorgung für die Gemeinde in Eigenregie mit den eigenen Leuten. Es ist eine hochqualifizierte Arbeit, die Leute werden anständig bezahlt unter den Bedingungen, die halt der Tarifvertrag in der Gemeinde hergibt.
Das andere Thema, wo wir beginnen mit den ersten Schritten, ist die ganze Vergabepolitik in so einer Gemeinde. Man hört so also Land auf, Land ab, naja, man macht eine Ausschreibung und dann kommen ein paar Angebote und der günstigste kriegt es. Wenn man da mal genauer hinschaut, vollkommener Irrtum, es muss nicht der günstigste sein. Mittlerweile gibt es EU-Richtlinien dazu, dass durchaus Kriterien wie Qualität, wie ökologische Nachhaltigkeit und so weiter mit berücksichtigt werden dürfen. Das Problem dabei ist nur, man muss das ganz am Anfang schon machen. Ne? Wenn die Angebote abgeben sind und die suchen wir dann den raus, der mir vielleicht vermeintlich am besten gefällt, habe ich Pech gehabt. Das heißt, man muss im Vorfeld überlegen, wie schaut so eine Ausschreibung aus, welche Kriterien werden damit aufgenommen, dass man dann auch die entsprechende Auswahl kriegt. Und da gibt es viele Bereiche, also jetzt für unsere Gemeinde, weil man das dann einmal hört, ja, da gibt es dann europaweite Ausschreibungen und sonst was, das geht ja alles gar nicht. Ja, Pfeifferdeckel, das geht eine ganze Menge. Ne? Bis 25.000 Euro ist das die sogenannte freihändige Vergabe. In unserer Gemeinde, ich weiß nicht, wie das bei ist, sind ganz, ganz viele Sachen unterhalb dieser Schwellenwerts von 25.000 Euro, was im alltäglichen Leben in so einer Gemeinde passiert. Das heißt, da sind wir vollkommen frei, andere Produkte einzukaufen, andere Dienstleistungen oder auch andere Firmen vor Ort auszuwählen für kleinere Aufträge, dass die Wertschöpfung in der Gemeinde, in der Region bleibt, dass da wiederum Leute beschäftigt sind, aus dem Ort oder aus der näheren Umgebung, die dann für die Gemeinde ihre Leistungen bringen. Ich glaube, ich lasse es da dabei erstmal bei so ein paar Beispielen. Unser Ziel wäre, irgendwann auch messbar zu werden, indem wir das erste Mal so Bilanz machen und uns positiv dann vergleichen können mit anderen Gemeinden, wo könnte man noch besser werden, wo könnte man noch zusätzliche Dinge machen. Vielleicht noch ein Ergebnis hinterher, wir haben keine Debatte in unserer Gemeinde, dass es zum Beispiel die Putzfrau Steyer ist, weil wir es in der Gemeinde umgestellt haben. Im Gegenteil, das ist eine Frau aus dem Ort, also jetzt in unserem Fall, ist eine Frau aus dem Ort, die wird im Ort gesehen, die hat relativ freie Arbeitszeiteinteilung und wenn das halt eine persönliche Beziehung wird, dann wird da auch nicht so drüber geredet, sondern ist das ganz normal, dann freut man sich, dass die einen vernünftigen Job hat, zum Beispiel. Vielen Dank. Dann einfach ein paar Beispiele vom Herrn Dinter, Sie haben da die Möglichkeit, viel mehr nachzufragen. Jetzt gebe ich mal darüber an den Herrn Stadler. Herr Stadler, letztes Jahr waren mein Kollege Mike Berwanger und ich im Rahmen von Klimaherbst bei einer Veranstaltung von der Sparda-Bank und dann haben wir Ihren Kollegen kennengelernt von Polarstern und waren schwer beeindruckt, wie sich so eine kleine, ich weiß gar nicht wie klein, aber ich sage mal, eine relativ kleine Firma auf dem Markt hält oder wie mitspielt mit diesen riesen Stromkonzernen, wo man denkt, das ist ja unglaublich. Hat man da überhaupt irgendeine Chance? Erzählen Sie was zu Polarstern. Genau. Ja, schönen guten Abend zusammen, Simon Stadler, mein Name und danke für die Einladung. Ich hoffe, ich kann die Erwartungen, die der Jakob gesetzt hat, erfüllen. Wir sind ein deutschlandweit tätiger reiner Ökoenergieversorger, also private Haushalte und Unternehmen mit Ökostrom und Ökogas und wir sind angetreten 2011. Mit dem Ziel, mit der Energie die Welt zu verändern. Für uns hieß es damals vor allem, einfach die Aufgabe anzunehmen für unsere Generation und die Energiewende voranzutreiben. Und ja, ich sage nicht, dass es einfach war, aber wir haben es geschafft, einfach durch unsere Geschichte und durch unser Angebot wirklich nachhaltig erzeugte Energie übers Netz in Leute zu überzeugen, bei uns Kunden zu werden. Das liegt auch daran, dass wir eben nicht wie die anderen nur einfach Strom und Gas anbieten, sondern wir haben gesagt, wir wollen für die Leute, die da mitmachen, den meisten
Impact, also die meiste Veränderung erwirken und haben deshalb den Wechsel hier zu wirklich nachhaltiger Energie gekoppelt mit dem Wechsel einer Familie in einem Entwicklungsland zu sauberer Energie. Konkret heißt es, wenn einer von Ihnen bei uns Kunde wird oder schon ist, hilft er einer Familie in Kambodscha wegzukommen von einer Feuerstelle hin zu einem eigenen Biogas-Reiskocher. Und diese Vision hatten wir, das zu versuchen, und jetzt sind wir 6 Jahre alt als Firma, haben über 10.000 Kunden, und das zeigt uns einfach, dass es Leute gibt, die, Sie haben das vorhin schön bildlich gezeigt, die bereit sind, eben das bisschen mehr zu bezahlen für ein Produkt, was man eh braucht, um damit einfach das Unternehmen wirtschaften zu lassen, was es vielleicht so macht, wie man es selber auch gerne machen würde. Und das heißt jetzt nicht, dass wir doppelt so teuer sind oder dreimal so teuer, überhaupt nicht. Das heißt einfach nur, dass wir eben nicht den Anspruch haben, mit dieser Firma maximal reich zu werden, sondern wir wollen eben was verändern, wir wollen die Energiewende voranbringen und wir wollen das mit Strom machen, wir wollen das aber auch mit Gas machen, also auch auf dem Wärmemarkt, wir wollen das hier in Deutschland machen, wir wollen das aber eigentlich auch weltweit machen, angefangen in Kambodscha. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wenn man sich mit den Themen in der Energiewirtschaft auseinandersetzt, dass man eigentlich sehr schnell dazu kommt, dass es ja andere Bereiche, andere Berührungsgruppen gibt, wo man gar nicht, wenn man das, was wir in der Energie machen, ernst meint, gar nicht anders kann, als dort die gleichen Ansprüche zu haben. Und dann sind wir so auch zur Gemeinwohlökonomie gekommen. Genau, wir haben also 2015 als erster deutschlandweit tätiger Energieversorger die Gemeinwohlbilanz erstellt und damals zusammen in einem Peer-Group-Verfahren. Das heißt, wir haben uns nicht von einem Auditor bewerten lassen, sondern wir haben uns mit 4 anderen oder 3 anderen Unternehmen gegenseitig bewertet. Ich habe das selber nicht gemacht. Ich freue mich jetzt aber, die Folgebilanz durchführen zu dürfen, und da sind wir noch in Verhandlungen, ob das wieder in so einem Prozess abläuft, der natürlich wahnsinnig wertvoll ist, weil man sich mit anderen Unternehmen direkt austauscht, was macht ihr denn da und warum macht ihr das und warum ist euch der Bereich wichtiger als der. Das ist einfach wahnsinnig hilfreich und bringt dann weiter. Und genau. Ja. Dankeschön. Frau Miedl, Sie vertreten die Sparda-Bank. Die Banken überhaupt auf der Welt sind jetzt nicht dafür berühmt, dass sie für Gerechtigkeit sorgen. Was macht die Sparda-Bank anders? Ja, spannende Frage. Ich vertrete die Sparda-Bank, um genau zu sein, ich vertrete die Sparda-Bank München. Vielleicht sitzt auch der eine oder andere Kunde, ich hoffe das immer, wunderbar, vielleicht sind es noch ein paar mehr. Wir sind in der Münchner Straße zu Hause mit einer Filiale. Die Sparda Bank München ist ein Pionierunternehmen der Gemeinwohlökonomie. Wir sind seit 2011 dabei. Wir befinden uns momentan in der Phase der Erstellung der 4. Gemeinwohlbilanz. Und wir haben auch die höchste Form der Gemeinwohlbilanzierung gewählt. Wir sind gleich durchgestartet. Wir stellen uns auch regelmäßig dem externen Audit. Wer ist die Sparda Bank München? Wir sind eine Genossenschaftsbank, haben rund 300.000 Mitglieder, sind im Wesentlichen hier in Oberbayern zu Hause, unter anderem, wie gesagt, auch hier in Dachau mit einer Filiale. Insgesamt sind es 48. Der wesentliche Beweggrund für uns, ich habe mir heute Nachmittag, als ich mich nochmal so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mich mit der Frage nochmal beschäftigt. Und von der Geschichte her war es so, dass wir traditionell, wie gesagt, als Genossenschaftsbank steht der Mensch im Mittelpunkt. Es geht nicht so sehr um Profit und Renditestreben um jeden Preis, dass wir sehr früh schon angefangen haben, uns mit dem Thema Werte zu beschäftigen. Nicht nur die genossenschaftlichen Werte, sondern was bedeuten Werte überhaupt für unsere Bank. Und aus dieser Geschichte heraus haben wir sehr früh auch schon begonnen, so ungefähr 96, 97 zum Beispiel in der Bank ein Umweltteam zu etablieren, das sich damals schon die Frage gestellt hat,
wie können wir umweltfreundlicher werden, wie können wir unseren Ressourcenverbrauch reduzieren, muss eigentlich den ganzen Tag hier das Licht brennen, auch wenn gar keiner in diesem Raum ist, und solche pragmatischen Beispiele. Sehr früh ist auch schon eine Initiative gab, die sich um die ganzen Mitarbeiterthemen gekümmert hat, also nennt sich Eltern- und Familieninitiative. Dort haben sich Kollegen damit beschäftigt, wie können wir Arbeitszeitbedingungen besser gestalten, was können wir für unsere Mütter tun. Das spielt bei uns eine große Rolle, weil die Sparda Bank München traditionell einen sehr hohen Frauenanteil hat. Wir sind rund 2/3 weiblich in der Bank und da gibt es ganz viele Mütter. Und wir möchten gerne, dass unsere Mütter gerne wieder in die Bank zurückkommen, und das gelingt uns auch ganz gut. Und es gab noch viele andere Themen. Die ungefähr, ich glaube 2009 war es, Christian, da kamst du zu uns zum Vortrag. Kurz vorher haben unser Vorstandsvorsitzender, der Herr Lind, und ich begonnen zu schauen. Da war Nachhaltigkeit, ja, das tauchte immer mehr auf, aber es wurde oft reduziert auf, ein Unternehmen ist nachhaltig, wenn es ein bisschen was spendet. Zu schauen, was gibt es denn an Standards, dann kamen die ersten großen Unternehmen, die auch Berichte erstellt haben. Ich habe mir dann Spaß gemacht und habe sehr, sehr viele Berichte gelesen, und irgendwann habe ich mal festgestellt, irgendwie war komisch, das habe ich jetzt gerade in dem anderen Bericht auch gelesen, und das war in dem anderen Bericht auch, und dann habe ich die Textmarker genommen und habe wirklich feststellen müssen, leider, dass es Textschablonen gibt. Und Unternehmen schreiben ganz tolle Berichte, und wenn man mit Menschen gesprochen hat, die in diesen Unternehmen tätig waren, dann habe ich eine andere Geschichte gehört. Und habe gedacht, interessant, also irgendwie passt das nicht zusammen. In dem Bericht steht, wir sind mitarbeiterfreundlich, wir behandeln unsere Kunden gut. Wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, die erzählen ein bisschen was anderes. Dann kam Christian zu uns ins Haus mit dem Vortrag Neue Werte für die Wirtschaft, der uns im Haus, vor allem die Führungsmannschaft, sehr beschäftigt hat, auch nachhaltig gewirkt hat. Und dann war der Schritt nicht mehr so schwer, ich weiß es noch gut, Februar 2011, die Entscheidung zu treffen, ein Pionierunternehmen zu werden und in diesen Prozess einzusteigen. In diesem Prozess haben wir begonnen, seit 2012 gibt es bei der Sparda Bank München keine Provisionen mehr, also Beratungen werden wirklich bedarfsorientiert am Bedarf des Kunden geführt und nicht wie bei anderen Banken am Interesse, wo gibt es die höchste Provision. Wir haben damals auch konsequent entschieden, Währungs- und Rohstoffspekulationen zu unterlassen. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, das hatten wir auch vorher nicht so in der Dimension gemacht wie vergleichbare andere große Banken, aber es gab das Thema. Auch das wurde konsequent unterlassen. Wir haben mittlerweile die Prinzipien der UNO für verantwortliches Investieren unterzeichnet, stellen uns einem regelmäßigen Reporting. Wir haben eine CO2-Bilanz aufgestellt im Zuge dieses Prozesses. Wir haben die Bank mittlerweile klimaneutral gestellt. Also wir arbeiten konsequent weiter dran, wie können wir unseren CO2-Ausstoß minimieren. Und wir machen sehr, sehr viel im Mitarbeiterbereich, wobei das wäre jetzt, da komme ich jetzt echt an diese 5-Minuten-Grenze, da könnte ich alleine den ganzen Tag drüber reden, aber ich glaube, das überfordert jetzt. Es zeigt sich darin, wenn Sie bei uns zum Beispiel mehr Lust haben, auf die Homepage zu schauen, dass wir seit 8 Jahren in Folge zu Deutschlands besten Arbeitgebern gehören. Wir tun da sehr viel für unsere Mitarbeiter und entwickeln das auch laufend fort. Wenn Sie, weil 5 Minuten, wie gesagt, sind sportlich, und neben mir sitzt der Herr Schöfbeck, der möchte auch noch was sagen. Wenn Sie Lust haben, gebe ich Ihnen die Webadresse www.achtsamkeitderfilm.de. Da ist ein 12-Minuten drauf, und es lohnt sich, das anzuschauen, wo das Thema Stärkenmanagement, was wir in der Bank alles tun, noch sehr genau und im Detail beschrieben ist. Und vielleicht gibt es ja nachher auch noch Fragen, dann kann ich darauf reagieren. Dann freuen wir uns, dass der Herr Schiffbeck nur da ist. Der Herr Schiffbeck vertritt eine Krankenkasse. Wie kommt der Krankenkasse auf die Idee? Und was bedeutet das? Was ist bei Ihnen anders als bei den anderen? Ja, danke schön. Ja, gut, als Krankenkasse, als BKK Provita sind wir eigentlich per Statut. Wir sind, um es fachchinesisch zu sagen, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
die per se dem Gemeinwohl verpflichtet sind, nicht die öffentliche Gesundheitsversorgung einfach bereitzustellen. Aber wenn man tiefer hinschaut, dann kann man auch viele andere Dinge beeinflussen. Der Weg von unserem Unternehmen dorthin, ja, war beeinflusst. Ich war wie viele hier heute, darum sind Sie wahrscheinlich dann, informieren sich auch ein Fragender, ein Suchender, der sich mit den Gegebenheiten so nicht mehr zufrieden geben wollte, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist. Habe ich auch ein Buch von Christian gelesen, vor ein paar Jahren schon, habe mich mit anderen Dingen befasst und ich habe den Helmut Lind kennengelernt, der auch vorgemacht hat, wie das schön funktioniert. Man braucht da solche Beispiele, dass das welche machen. Er hat so schön mal gesagt, ja, irgendwann muss man doch mal anfangen, wir können nicht alle darüber reden, die Gesellschaft zu verändern und keiner fängt an. Und da war es für mich auch klar, dass ich das machen will. Da war ich aber auch zu Beginn sehr undemokratisch, wir haben halt über demokratische Werte gesprochen und bin ja mal kritisiert worden von einer Berater der Gemeinwohlbewegung, der uns dann beraten hat bei der ersten Bilanz, dass ich das nicht so demokratisch mache, aber ich habe dann gesagt, ja, wenn ich das jetzt so nicht mache, wissen Sie, dann machen wir auch keine Gemeinwohlbilanz. Unsere Mitarbeiter, die repräsentieren auch den Durchschnitt der Bevölkerung, der sich daran gewöhnt hat, das alles hinzunehmen, was in unserem Land entschieden wird. Und dann hätte man es nicht gemacht. Da war ich zu Beginn sehr undemokratisch und habe gesagt, das machen wir. Und das auch mal aus dem Führungskreis, als ich das vorgestellt habe, auch mir das Wort gefallen, was, das sind ja Kommunisten? Der Mitarbeiter, der ist voll jetzt hinter der Idee und unterstützt es, der das gesagt hat. Weil wenn wir hinschauen, wir haben halt das Demokratieverständnis, Christian Filmer hat es so schön gezeigt, aufgezeigt, das ist ja demokratisch, was hier geschieht. Uns andere ist ja nicht so, war ein Ökonom, der das gesagt hat. Aber für mich war es klar und dann haben wir das angefangen und ich habe mir auch immer gedacht, wir sind ja die Guten, wir haben Gebäude, wo wir Regenwassernutzung haben, wo wir mit Fernwärme heizen, wo wir sehr viel für Mitarbeiter einfach hingerichtet haben, duschen, dass die, wenn sie zum Fahrrad kommen wollen, dann auch duschen können und viele solche Dinge. Wir haben gedacht, wir sind ja ganz gut, aber ich sage Ihnen halt, meine Erfahrung ist das, ich habe es dann gemerkt, wo wir die Bilanz gemacht haben, die erste, wenn man systematisch durchforstet, dann stoßt man auf sehr viele Dinge, die man noch anders machen kann. Wir haben sehr viel dazugelernt und ich glaube, dass wir uns manchmal in der Gesellschaft manche Placebos geben. Wir machen irgendwas Gutes oder spenden oder weißt du was und dann so quasi dann haben wir für unser Gewissen was getan. Aber wenn man es ganzheitlich betrachtet, dann würde ich gerne auch zum Papst Franziskus gehen. Ich weiß nicht, wer seine Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato Si gelesen hat. Er hat es wunderbar beschrieben, den Zustand, den wir auf der Erde haben. Und er hat auch gesagt, dass man in der Denkweise, wo Probleme entstanden sind, die nicht lösen kann, und hat die Menschen sogar zum zivilen Ungehorsam aufgerufen, dass es die Initiative von Menschen, eine Veränderung der Gesellschaft erfolgt und eine Transformation. Dazu ruft er auf und er hat sich nicht an die Katholiken gewandt, das hat ein Papst nämlich bisher immer nur an die Katholiken gemacht, er hat alle Menschen der Weltbevölkerung aufgerufen, dass man Dinge verändert. Ja, und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, meine Arbeit macht mir Freude, seit ich diesen Weg gehe, weil man einfach merkt, da findet man Sinn in seiner Arbeit wieder. Ich kann es jedem empfehlen, wenn man sein Leben beginnt, findet man auch einen Sinn im Verständnis. Und wir haben jetzt auch Veränderungen, wir haben festgestellt bei der Bilanzierung, wir haben Geldanlagen gehabt bei einer Bank, zum Beispiel in Brasilien, die in Projekte investiert oder finanziert hat, wo Regenwaldabholzung dabei war. So Dinge, die haben wir alle systematisch ausgeschlossen. Wir haben eine Stelle geschaffen, aber ich werde die Wortwahl ändern. Ich habe es vorher mit Christian Felber diskutiert. Ich habe den Nachhaltigkeitsbeauftragten genannt. Der wird ganz lange darüber nachdenken, wie können wir noch nachhaltiger werden. Aber wir werden wohl Gemeinwohlbeauftragten nennen müssen, weil Nachhaltigkeit nur ein Teil davon ist. Aber damit die Menschen mich alle verstehen, machen wahrscheinlich zum Gemeinwohl- und Nachhaltigkeitsbeauftragten für den Übergangszeit. Ja, und das sind so Beispiele. Und da haben wir vieles gefunden im Unternehmen, was wir ändern können. Wie gesagt, vom Statut her werden wir die Gemeinwohl verpflichtet als solidarische Krankenversicherung. Aber wir wollen viel weitergehen und in allem unserem Handeln das Ganze machen. Und ich habe ja in der Kreis sagen müssen, dass ich Kunde da bin, weil ich will ja auch sagen, wie ich meine, dass Menschen Gesellschaft verändern können. Da will ich ein Beispiel nennen, das Sie sicher alle kennen. Anfang der 90er Jahre wollte Shell eine Ölplattform, die Barents Bar in der Nordsee versenken. Da haben wir noch kein Internet und nichts gehabt. Hat dann ein paar Tageszeitungen aufgerufen, Shell zu boykottieren. Und die haben Umsatzeinbrüche an ihren Tankstellen von 70-80% gehabt. Nach ein paar Tagen haben die gesagt, okay, wir geben nach. Wir tun diese Ölplattform abwracken. Die wurde jetzt verbaut in einem Hafen in Norwegen. Die wurde nicht in der Nordsee versenkt. Und das hat mich inspiriert. Ich will aber da was mit Druck der Gesellschaft und ich will nicht das, was mit Druck funktioniert, weil das auf Dauer nicht gut ist,
sondern ich bin der Meinung, dass bewusste Menschen bewusst die Gesellschaft verändern und dass die bewusstere Entscheidungen treffen und nicht Geiz ist geil, sondern bewusst sich aussuchen, wie kann ich meinen Konsum bewusst in Strukturen leiten und was verändern. Und darum bin ich Kunde bei Polarspann, ich bin Kunde bei der Sparerbank. Ich kaufe meine Wanderschuhe von VW, um das ein Unternehmen zu nennen. Und ich bin der Meinung, wenn man das lebt und dieser Bewegung Kraft gibt, dann kommt die Dynamik rein. Und mit dieser Dynamik verändert man Gesellschaft. Dann werden selbst die viel Geld verdienen wollen, die werden auch mehr hinschauen und sagen, Mensch, als Kinder, ich muss mein Verhalten ändern. Und was ich schon erfreulich zur Kenntnis nehme, dass Unternehmen, die nachhaltiger wirtschaften, werden mittlerweile selbst von Ratingagenturen jetzt inzwischen manchmal besser bewertet, dass auch Ratingagenturen das schon erfasst haben, dass man diese Werte mit berücksichtigen muss. Und daran erkennt man, dass nachgedacht wird, aber das komplexe Ganze, das kommt noch zu kurz, dass man ganzheitlich denkt, alles ist mit allem verbunden. Und da will ich noch kurz einen Ausflug in die Krankenversicherung machen, nachdem ich ja hier als Vorstand eines gesetzlichen Krankenversicherers spreche. Meine Erkenntnis ist auch, dass was mit Gesundheit und Erkrankung der Menschen zu tun hat, dass das auch mit unserem Wirtschaften, unserer Zivilgesellschaft zu tun hat, so wie wir leben, wie wir uns im Kreis drehen. Sie hören alle Burnout, alle psychische Erkrankungen nehmen zu, aber auch andere Krankheiten. Und jetzt könnt ihr ja sagen, wir werden krank, weil wir uns ernähren, wie wir uns ernähren, aber weil wir uns ernähren, werden Regenwälder abgeholzt. Ich weiß nicht, ob in diesem Raum wird der Zusammenhang mehr Menschen bekannt sein, aber wenn ich immer die Frage stelle, wer ist dafür, dass Regenwaldabholzung beendet werden muss, dann heben sie alle die Hand. Und wenn ich dann die Frage stelle, was ist der Hauptgrund für Regenwaldabholzung, dann wissen es hier sehr viel mehr, aber ich stelle die Frage oft, da wird manchmal gesagt, Teakholz, Palmöl ist auch ein ganz gewichtiger Grund, wird sehr viel gerätselt. Ein paar wenige kennen schon die richtige Antwort. Also 70% der Regenwälder weltweit, die werden abgeholzt für den Sojaanbau. Und von diesem Soja geht 80% in die Fleischproduktion für die westlichen Länder, 10% in Biokraftstoffe, 9% in Margarinen und 1% in die menschliche Ernährung. Und wenn wir sagen, Politiker, macht doch endlich was, dass Regenwaldabholzung beendet wird, dann frage ich, was könnten die machen? Die könnten uns Fleischessen verbieten oder reduzieren. Also ich habe eine ethische Entscheidung getroffen, ich esse kein Fleisch. Aber für mich, wie gesagt, ich will es an diesem Beispiel festmachen, dass das alles miteinander zusammenhängt und wir haben eine Fehlernährung in unserem Land, das stelle ich halt jetzt bei uns als Krankenversicherung fest, dass so viele Krankheiten, wenn ich mich da mit führenden Wissenschaftlern befasse, ein Professor Michwalzen aus Berlin, der sagt mir, 50-70% der Krankheiten könnten wir über eine vernünftige Ernährung heilen. Aber wir heilen auch damit unsere Gesellschaft. Und das ist das Schöne, weil die Gesellschaft auch an dem erkrankt, wie wir uns ernähren. Und ja, wie gesagt, es macht mir Freude, diese Zusammenhänge weiter in die Gesellschaft zu tragen. Herzlichen Dank. Wir laden dazu ein, dass Sie Fragen stellen an die 5 Leute, die hier sitzen. Es gäbe noch viel mehr Firmen, aber die können wir nicht alle einladen. Und wenn die alle 5 Minuten reden, dann ist morgen früh. Wir laden Sie dazu ein, Fragen zu stellen an die 5. Da gehen Leute von uns rum, der Mike mit dem Mikrofon. Und ich komme zurück auf das, was vorher angekündigt war, die Hüte. Wo sind die Hüte? Sind die Hüte schon durch? Habe ich gar nicht gemerkt von hier oben. Für die, die den Hut verpasst haben, weil es noch draußen war, steht noch einer hinten. Beim Bündnisstand wahrscheinlich, gell? Okay, vielen Dank. Schon erledigt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, wer hat Fragen, wer möchte mehr wissen von einem der 5 Leute hier oben? Ist schon alles gesagt? Kommen mit dem Mikrofon. Dankeschön. Ich hätte eine Frage an den Herrn Bürgermeister aus Wessobrunn. Habt ihr, also zum elementarpädagogischen Bereich, habt ihr gar keine freien Träger mehr? Dings, oder macht ihr diese ganze Bildungsarbeit im elementarpädagogischen Bereich über Gemeinde? Ja, wir haben 2 Kindergärten und das läuft über die Gemeinde. Ah, okay. Aber Wessobrunn ist ja nicht so wahnsinnig super groß, oder? Nein, wir sind ganz klein. Aber oho. Also darauf kommt es ja an. Nachfrage, würdet ihr grundsätzlich freie Träger dann ausschließen? Gegen unsere Verfassung?
Natürlich nicht. Aha. Aber Qualität setzt eben durch, und darum haben wir gemeinliche Kinder. Genau, aber es gibt ja auch das Subsidiaritätsprinzip, mit dem ihr ja auch verpflichtet seid. Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass alle unsere Kinder nur in unseren gemeindeeigenen Kindergärten sind. Es gibt natürlich bei uns im Umfeld auch Waldkindergärten, Montessori-Pädagogik und so. Und da, wo die Eltern das halt wünschen und wollen, da gehen die auch in die anderen Kindergärten. Die Gemeinde zahlt auch dafür. Und das ist auch gut so. Stolz auf euch. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen an einen oder eine oder mehrere Personen hier? Bitte. Ja, Frage an Herrn Felber. Wie Sie vorhin die Banken angesprochen haben, da stand auch, dass es also raus aus der, irgendwie raus aus der Zinsbindung oder so, ich weiß jetzt die genaue Formulierung nicht mehr. Wie kann eine Bank sich aus diesem System, aus diesem Zinssystem rauslösen? War nicht. Kleine Vorwarnung, mögliche Reise in die Zukunft. Wo sind das jetzt? Ja. So weit in die Zukunft, dass selbst bei unserem Bankgründungsprojekt Bank für Gemeinwohl dafür es noch keine klare Mehrheit gibt, sondern wir werden als höchste Entwicklungsstufe die Vollbankenlizenz anstreben für die Kreditvergabe und Spareinlagen und haben als Vorentscheidung, dass wir nicht in ein Negativzinssystem wechseln werden, sondern dass wir uns relativ unauffällig marktnahe bewegen werden, aber sehr wohl die Sparkunden und Sparkunden einladen, freiwillig auf den Sparzins zu verzichten. Vorrede. Der Gedanke ist so zukunftsweit, dass offenbar viele Menschen glauben, dass er noch nicht zumutbar ist den Menschen. Aber ich werde trotzdem ganz kurz anreißen. In der Taschenbuchausgabe der Gemeinwohlökonomie, die im März 2018 erscheint, ist er erstmals ausgeführt. Allerdings bin ich nicht der Erste, der ein Negativzinsmodell vorschlägt. Ich hab 10 Jahre gebraucht, bis ich die Vollgeldreform verstanden habe. Jetzt habe ich sie erstmals publiziert. Das heißt, dass die Geldschöpfung von den privaten Geschäftsbanken auf die demokratische Zentralbank vollständig übertragen wird. Beim Bargeld ist es ja schon so, das war auch ein bewusster gesetzlicher Akt, da wurde es den privaten Geschäftsbanken verboten, eigene Banknoten auszugeben. Und das Banknotenmonopol wurde ja an die demokratische Zentralbank übertragen. Wo es nicht so ist, ist es beim Buchgeld, beim elektronischen Geld. Das wird von den Geschäftsbanken geschaffen. Und ich habe selbst 10 Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, warum eine sogenannte Vollgeldreform, dass auch das elektronische, auch das Buchgeld ausschließlich von der demokratischen Zentralbank ausgegeben und von den Geschäftsbanken nur vermittelt wird. Dass dann reine Vermittlungsbanken, aber keine Geldschöpferinnen sind. Und 15 Jahre habe ich gebraucht, um das Negativzinsmodell zu verstehen. Und ich hoffe, ich kann es in einer Minute erklären, weil mehr, glaube ich, schaffen wir heute Abend nicht mehr. Aber vielleicht ist es sogar recht einfach verständlich. Heute freuen sich die meisten Menschen über Sparzinsen, weil sie glauben, dass sie von Sparzinsen reicher werden, selbst wenn nur die Inflation abgedeckt wird und die Inflation zum Beispiel 1,5% beträgt und wir kommen Sparzinsen von 1,5%. Verlieren unsere Sparguthaben nicht an Wert, weil der Wertverlust durch Inflation wettgemacht wird durch Sparzinsen in gleicher Höhe. Das ist aber nur eine Bilanzseite. Und die andere Bilanzseite, die darüber Ausschlag gibt, ob wir insgesamt, also in Summe, sogenannte Nettozinsgewinnerinnen sind oder Nettozinsverliererinnen, darüber klärt uns niemand auf, weder die Banken noch die Ökonomen. Und das ist aber vielleicht doch recht einfach erklärt. Wer zahlt denn die Sparzinsen? Die Sparzinsen zahlen in den meisten Fällen, wenn wir nicht selbst als Konsumentinnen Kredite nehmen, Konsumkredite, Hypothekenkredite, dann zahlen wir sie als Konsumkreditnehmerinnen. Aber die meisten Kredite sind Investitionskredite oder Unternehmenskredite, die die Unternehmen zahlen. Und die verrechnen sie zu 100% als Kapitalkosten in die Preise der Produkte und Dienstleistungen weiter. Und wer kauft die? Die Konsumenten und Konsumentinnen. Wer ist das? Die Sparer und Sparerinnen sind die Konsumenten und Konsumentinnen. Das wäre jetzt ein verteilungsneutraler Kreisverkehr, wenn alle Menschen gleich viel verdienen, gleich viel sparen und gleich viel sparen würden und gleich hohe Sparvermögen hätten. Dann wäre es einfach, dann könnte man sie auch streichen, weil dann wäre es wieder wurscht. Das ist aber nicht so, weil die Einkommen höchst unterschiedlich sind. Dadurch der Anteil unseres Einkommens, den wir dann für Zinsen bezahlen, unterschiedlich ist und vor allem unsere Sparvermögen sind unterschiedlich und das, was wir an Sparzinsen bekommen, ist extrem unterschiedlich. Das können Sie zu Hause ausrechnen.
Sie bekommen 1,5% Sparzinsen auf ein Sparvermögen von 10.000 Euro und von 10 Millionen Euro. Da werden Sie zu Hause sehr schnell fündig werden, wer wen finanziert. Kurz zusammengefasst, es finanziert 90-99% der Bevölkerung, die ein geringes oder ein durchschnittliches Einkommen haben, das mehr oder weniger zur Gänze verkonsumieren und damit Kreditzinsen bezahlen, selbst aber geringe oder überschaubare Sparvermögen haben und geringe Sparzinsen bekommen. Das sind die Nettozinsverliererinnen und die finanzieren die Nettozinsgewinnerinnen. Das sind die sehr wenigen Menschen, 1-10% der Bevölkerung, die ein recht hohes Einkommen haben, nur einen Teil davon verkonsumieren, einen anderen Teil davon ansparen, sehr hohe Sparvermögen haben und sehr hohe Sparzinsen bekommen. Die gewinnen unterm Strich. Wenn wir das Ganze umkehren in ein Negativzinssystem, das heißt, dass die Kreditzinsen im Durchschnitt bei Null sind, dann wäre das erstens für die Unternehmen toll. Die Unternehmen könnten wieder Kredite aufnehmen, Arbeitsplätze schaffen. Müsste man allerdings koppeln mit einer Gemeinwohlprüfung, damit nicht alles und jedes finanziert wird, sondern nur das nachhaltige, regionale und ethisch Verantwortliche. Und die Sparzinsen im Durchschnitt, damit die Banken dann noch leben könnten, müssten sie einen durchschnittlichen Sparzins von -3% verrechnen. Und jetzt da würden nach heutigem Verständnis alle aufschreien und der Schmerz wäre unendlich groß und Hilfe, ich werde ärmer, weil uns nicht bewusst ist, dass wir zwar die 3 Euro hier verlieren, aber wir gewinnen 4 oder 5 oder 6 oder noch mehr Euro gewinnen wir, weil die Produkt- und Dienstleistungspreise entsprechend niedriger sind, weil sie nicht mehr die Sparzinsen für die Reichen enthalten. Das heißt, unterm Strich wären 90-99% der Bevölkerung GewinnerInnen eines Negativzinsmodells, aber vielleicht brauchen wir noch 10 oder 20 oder 30 Jahre, bis das mehr Menschen verstanden haben. Darum ist das nicht der erste Schritt in der Gemeinwohlökonomie, sondern ein sehr viel späterer Schritt. Ich glaube, es ist auch sinnvoll, dann im März 2018 das genau nachzulesen, wie das funktioniert. Zu später Stunde gar nicht mehr so einfach. Gibt es noch weitere Fragen, bitte? Ich würde da gerne eine Frage noch nachschieben. Wenn Sie dieses Bankkonzept schon gedacht haben oder in der Entwicklung der Bank sind, aber dieses Vollgeldsystem ja noch nicht komplett installiert ist, wie machen Sie das an Ihrer eigenen Bank? Sie geben dann keine zusätzlichen Kredite raus, wo es keine Anlagen dafür gibt, oder? Also die Kredite werden wir ganz normal rausgeben, wie andere auch. Wir machen das übrigens jetzt schon. Wir haben jetzt schon eine Crowdfunding-Plattform, über die wir schon die ersten Projekte erfolgreich ausfinanziert haben. Das heißt, dieses Vorstadium der Bank funktioniert bereits. Das können Sie auch auf unserer Website nachsehen. Und die Kredite werden wir ganz normal hinausgeben, je nach Ergebnis der Gemeinwohlprüfung. Also je besser das Ergebnis der Gemeinwohlprüfung, desto günstiger die Zinskonditionen. Und eine Bank braucht immer 3% Marge zwischen den Kreditkosten und den Sparkonten. Und es gibt 3 Grobszenarien. Sie verlangt 6% Kreditzinsen und zahlt 3% Sparzinsen. Mittelszenario, sie zahlt keine Sparzinsen, das ist irgendwie jetzt, dann braucht sie 3% Kreditzinsen. Und wenn sie aber 0% Kreditzinsen verlangt im Schnitt, dann braucht sie -3% Sparzinsen. Ja, das ist mir schon klar, das habe ich nicht gemeint, sondern das Geld, das Sie als Kredit vergeben, ist das ausschließlich das Geld, das Sie über Crowdfunding oder so reinbekommen haben? Also keine private Geldschöpfung in Ihrer eigenen Bank? Oder? Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Also eine einzelne Vollgeldbank kann es nicht geben, weil das an den Bilanzierungsregeln hängt und eine Vollgeldreform müsste die Bilanzierungsregeln für alle Banken ändern. Eine Einzelbank kann das nur annähernd, aber nicht gänzlich, weil eine einzelne Bank kann die Bilanzierungsvorschriften nicht ändern. Vielleicht aber was noch ein bisschen Mut macht, in der Zwischenkriegszeit hat in Wörgl das sogenannte Geldentwertungsexperiment nicht nur funktioniert, sondern es war so erfolgreich, dass der französische Wirtschaftsminister nach Wörgl gebildet ist, nämlich, jetzt wird es nochmal ein bisschen dramatisch, die Nazis haben 1931 noch keine Chance gehabt und 1933 sind sie in die Macht gekommen. Zum Glück nicht mit der Mehrheit der Wählerstimmen, sondern mit nur einer relativen Mehrheit. Aber was war zwischen 1931 und 1933? Da ist die Arbeitslosigkeit von ungefähr 10% in Richtung 40% hinaufgestellt. Das heißt, der wichtigste Wähler der Nazis war die Arbeitslosigkeit, die in extreme Höhen geschossen ist, sonst hätten die keine Chance gehabt. Und die große Depression war nicht nur in Deutschland, die war in ganz Europa und weltweit. Und während in ganz Mitteleuropa
die Wirtschaft geschrumpft ist, dramatisch geschrumpft ist und gegengleich die Arbeitslosigkeit in die Höhe geschnellt ist, war es in Wörgl genau umgekehrt. In Wörgl ist die Wirtschaft zweistellig gewachsen und die Arbeitslosigkeit gegen Null gefallen. Das heißt, das war das Wirtschaftswunder von Wörgl dank eines sogenannten Schwundgeldsystems. Das heißt, das Geld hat an Wert verloren und dadurch war der Anreiz, das Geld auszugeben, war extrem hoch. Natürlich nur mit Kaufkraft innerhalb der Gemeinde, aber sozusagen das Experiment hat bewiesen, dass es extrem gut funktioniert. Es wurde dann unterbunden, einerseits von der österreichischen Nationalbank, weil sie das Währungsmonopol gefährdet sah, aber andererseits auch durch den Völkerbund, der hier da eine Bedingung gestellt hat, dass Österreich nur noch eine Anleihe des Völkerbunds verwenden darf, wenn es dieses Experiment einstellt. Also eine sehr, sehr schlimme Entscheidung. Das ist aber nur ein Hinweis darauf, dass ein Negativzinsmodell vielleicht doch funktionieren könnte und dass das nicht eine ganz neue Idee ist. Okay, das weiß ich. Ja, guten Abend, mein Name ist Peter Heller. Ich habe auch noch eine Frage an Christian Felber. Auf der Liste von Gemeinwohl steht das Solidaritätseinkommen. Ist das bedingungslose Grundeinkommen? Wenn ja, wie hoch sollte es liegen? Wenn nein, versteckt sich es anderswo? Wenn nein, warum nicht? Ja. Also auch das haben wir weiterentwickelt. Vielleicht noch einmal. Im Buch Gemeinwohlökonomie ist sozusagen grundsätzlich mal ein Modell vorgestellt, gleichzeitig aber gesagt, das sind keine Forderungen, sondern die Forderung ist, dass diese 20 Themenstellungen oder andere 20 als für die relevantesten empfundenen Themenstellungen in Alternativen abgestimmt und entschieden werden sollen. Im Buch steht, soweit ich jetzt mich erinnere, an die Erstfassung, dass Menschen, die nicht in der Lage sind, selbst einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, dass die ein Solidaritätseinkommen in der Höhe zwischen dem Mindesteinkommen oder auch dem Durchschnittseinkommen erhalten sollen. Und das wären schon mehrere Varianten, die man abstimmen kann. Es wäre, so wie es im Buch beschrieben ist, kein bedingungsloses Grundeinkommen. Ergänzend, im jetzigen System bin ich sehr wohl für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Etwas unterhalb des Mindestlohnes, damit ein gewisser Anreiz noch besteht, auch einer Arbeit nachzugehen, aber es müsste trotzdem armutsversichernd sein. Also jetzt ganz grob gesprochen wäre ich im jetzigen System, wenn wir einen Mindestlohn von 1.500 Euro hätten, für ein bedingungsloses Grundeinkommen zwischen 1.000 und 1.250 Euro. In der Gemeinwohlökonomie stellen wir uns die Frage, ob es dann ein bedingungsloses Grundeinkommen noch braucht, weil ja die Systemdynamik der Märkte von heute: zuerst raffe ich an mich und dann spende oder steuere ich etwas bei, damit auch die Verlierer etwas davon haben. Und dadurch entsteht in der Mitte Knappheit und dadurch entsteht in der Mitte Armut und Ausgrenzung und Angst und Wettbewerb. Würde umgekehrt durch zuerst steuere ich etwas bei, das zeige ich in meiner Gemeinwohlbilanz, zuerst trage ich zur Fülle bei und dann ist aber auch für alle genug da. Fragen wir uns, ob es dann noch systembedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht. Jedenfalls schlagen wir aber vor, dass es ein befristetes bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte. Das heißt, jedes zehnte Erwerbsjahr sollte frei und finanziert sein durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit ich hier mich meiner Familie, meiner Persönlichkeitsentwicklung, der Kunst oder der Muse widmen kann. Und von diesem ersten Schritt weg könnten wir dann Erfahrungen machen und Entscheidungen treffen, ob wir dann in Richtung Vollausbaustufe uns bewegen wollen oder ob ein Solidareinkommen in einer demokratisch definierten Höhe ausreicht. Dankeschön. Da gibt es noch eine Wortmeldung. Ich habe eine Frage. Krankenkasse, gibt es für Mitglieder, die, sage ich mal, schon gemeinwohlorientiert leben, Nachlass oder sind sie an die Mindestsätze gebunden, wie alle anderen gesetzlichen Krankenkassen? Oder für gesunde Lebensweisen gibt es da gewisse Vorteile? Also leider sehr wenig, weil wir dürfen ja nur ausführen, was nach dem Sozialgesetzbuch 5. Teil uns vorgegeben ist. Da haben wir ein wenig Gestaltungsrecht, wo man das hat und was machen können. Es können theoretisch alle Kassen. Wir haben zum Beispiel ein Bonusprogramm eingeführt, wo wir pflanzliche Ernährung fördern. Das können wir machen. Für Gemeinwohlökonomie, da kriege ich keinen Ansatz, weil ich nur in Bezug zur Gesundheit was machen kann. Das haben wir, aber es ist nichts einfacher. Da haben wir etwas, wo wir Anreize schaffen. Wir wollen ja auch das voranbringen. Dankeschön. Ich hätte auch noch eine Frage zum Gesundheitssystem. Und zwar, wenn wir jetzt mal von Visionen reden,
Wie könnte denn insbesondere im klinischen Setting ein Gesundheitssystem, jetzt mal auf Deutschland übertragen, aussehen, das sich an den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie orientiert? Im Gegensatz zu heute oder hier aktuell am Klinikum, in dem ich leider arbeite auch, sehen wir in der letzten Zeit, dass immer mehr eigentlich doch verkehrt läuft und man selber meint, man müsste eigentlich dagegen was tun, aber man kann nicht. Wie könnte sowas aussehen? Sehr schöne Frage. Aber ich werde nicht auf die Situation am Dachauer Klinikum eingehen, aber ich werde Ihnen klar sagen, wie Gesundheitswesen funktionieren kann. Und da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse in der Psychoneuroimmunologie, ein relativ neuer Wissenschaftszweig, gute 20 Jahre jung. Und die Psychoneuroimmunologen können belegen, wie Emotionen sich aufs Immunsystem des Körpers auswirken. Und das heißt, wenn ich negative Emotionen habe, dann ist mein Immunsystem geschwächt, dann kann ich krank werden. Und wenn ich positive Emotionen habe, dann ist mein Immunsystem intakt. Und wenn man das weiß, also ich bin jetzt im Austausch mit Wissenschaftlern, führende Experte für mich ist der Professor Schubert in Innsbruck. Er sagt, dass die Zukunft in der Medizin, da werden entsprechende psychotherapeutische Verfahren eingehalten, weil man an der Bewusstheit der Menschen arbeitet und ihnen zeigt, Mensch, arbeite an deinen Emotionen. Wenn du daran arbeitest, dann wirst du Gesundheit kriegen. Und das wird die Zukunft sein. Die Medizin, wie wir es heutzutage betreiben, die wird in der Zukunft irgendwann als Notfallmedizin herhalten müssen. Die brauchen wir in bestimmten Situationen, aber überwiegend werden wir an der Bewusstheit arbeiten. Und wenn Sie tief einsteigen in so Prozesse, ich habe die Erfahrung selber gemacht, wissen Sie, ich bin ursprünglich hängstiegen über meine Gesundheit vor 14 Jahren. Habe ich einen Vierfach-Bypass gekriegt in relativ jungen Jahren und mir haben die Ärzte ein paar Monate gegeben. Und ich habe nach 20 Metern laufen können, so schwach war mein Herz. Ich habe aber festgestellt, wenn ich an mir arbeite, bei mir geht es immer besser, ich mache Bergwanderungen, wieder 700 Höhenmeter, das schaffe ich alles leicht. Ich arbeite aber an Emotionen und das Gleiche machen wir im Unternehmen. Wir haben Trainer da, die den Mitarbeitern ihre Emotionen reflektieren lassen. Wir führen ab 1. Januar ein, dass unsere Mitarbeiter während der Arbeit 10 Minuten meditieren dürfen, damit die zur Ruhe kommen, in die innere Einkehr. Und da wird das Gesundheitssystem funktionieren dahin. Da wird es gehen und dafür kein Weg dran vorbei. Und das gehört wieder zu der Ganzheitlichkeit. Alles hängt mit allem zusammen. Ich habe Ihnen bei der Lehrung das vorher gesagt, das Beispiel. Und diese Dinge, die müssen wir, ich bin der Meinung, wir bräuchten in der Schule Gesundheitserziehung. Bloß wir haben da gar keine Pädagogen, die das Ganze wissen. Leider, weil die auch nicht ausgebildet werden, weil wir wieder nicht das Universelle haben an den Universitäten. Weil man lauter Spezialisten ausbilden und meinen Spezialisten, das ist das Beste, was es gibt. Und wir brauchen es universell. Ich hätte gerne ein Schulfach, wo wir den Kindern die Zusammenhänge auf der Erde vermitteln, wo wir ihnen sagen, ernähr dich etwas anders. Ich frage mich immer, warum gibt man Kindern, wenn die was Gutes tun und brav sind, Süßigkeiten? Warum machen wir das? Wir wissen alle Süßigkeiten, die schaden den Kindern. Wir machen das. Ich bin auf meine Schwiegertochter stolz, die das dazu gebracht hat, dass sich zumindest meine Enkelin auch über eine Gurke und Tomate freut. Ja. Aber das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Und diese Dinge müssen wir vermitteln und wir müssen Werte vermitteln. Und da müssen wir ganz klein anfangen. Im Gesundheitswesen hat es mir funktioniert in einem Teilbereich. Vor 25 Jahren sind in Deutschland die Landesarbeitsgemeinschaften Zahngesundheit eingeführt worden. Da haben wir den Kindern in den Kindergärten Zähneputzen beigebracht. Vielleicht ist ein Zahnarzt da. Ich glaube, die Zahnärzte könnten davon dauerhaft nicht mehr leben, weil meine Kinder, die sind jetzt junge Erwachsene, die haben keine Füllung gebraucht. Und so geht es mit den Kindern Gott sei Dank heutzutage so. Und da sieht man, wenn man systematisch anfängt, dann wird es funktionieren. Und wie gesagt, wir müssen über die Emotionen arbeiten und dann werden wir auch Spontanheilungen, das ist der Schlüssel für Spontanheilungen, weil Spontanheilungen erleben wir immer wieder mal, keiner erklärt es, keiner schaut näher hin, aber das hat mit den Emotionen der Menschen zu tun. Darf ich einen Satz ergänzen? Jetzt geht das Mikrofon wieder, oder? Jetzt geht es wieder, danke. Nur einen Satz würde ich gerne ergänzen aus aktuellem Anlass, weil das erste Klinikum in Deutschland mich eingeladen hat und die wollen eine Gemeinwohlbilanz für das Klinikum erstellen, aber eben nicht nur das, sondern die wollen, wir haben bisher 13 oder 14 AkteurInnenkreise, das sind so die inhaltlichen Schwerpunktgruppen, die wollen den AkteurInnenkreis Gemeinwohlökonomie und Gesundheit gründen. Und da werden Sie natürlich prädestiniert, dass Sie da mitarbeiten und Sie werden ebenfalls prädestiniert, dass Sie da mitarbeiten. Und vielleicht nur so eine einzelne Vision, die uns vorschwebt, dass eben die Selbstheilungskräfte und die Verbundenheit mit uns selbst und die Beziehungsqualität und die Verbindung mit der Natur auch in diese Richtung gehen und vielleicht
anstelle der Apparate und pharmazeutischen Industrie, Medizin, dann eben diese Betrachtungsweisen Vorrang bekommen und vielleicht sogar in Richtung chinesische Medizin, dass die Gesundheitsdienstleister eines Tages nicht für die Anzahl der Therapien, Medikamente und Apparate entlohnt werden, die sie verschreiben, sondern für den Fortschritt in Richtung Gesundheit im alten China. Das könnte vielleicht ein Modell für das Deutschland von morgen auch sein. Vielen Dank. Ich würde sagen, für ein paar Fragen haben wir noch Zeit. Manche schauen schon sehr erschöpft aus. Wir können das gerne auch als Schlusssatz lassen. Ich finde es ganz schön, was wir gemerkt haben bei den Fragen, die Sie gestellt haben und vor allem noch viel mehr bei den Antworten. Wir kommen von einem Thema ins andere, was völlig klar ist, weil alles zusammenhängt. Ich würde sagen, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, vom Bündnis jetzt. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen, uns orientieren an denen, die es am tollsten und besten machen. Sie saßen hier, vielen, vielen Dank, als Beispiele, wie man anfangen kann, wie man einsteigen kann. Ich denke, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, in die richtige Richtung zu gehen, und für mich heißt es, eine Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für mich und meine Familie, sondern eine Verantwortung zu übernehmen für den Platz, wo ich arbeite und für den Raum, wo ich lebe und für das rundherum um mich, dann ist ganz, ganz viel geholfen. Ich sage herzlichen Dank, Herr Felber, herzlichen Dank, Herr Stadler, herzlichen Dank, Herr Dinter, Frau Miedl und Herr Schöpfer. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Doch, dann bleibt mir noch ganz kurz das Schlusswort. Ich darf mich auch herzlich bedanken an allen, die heute Abend geholfen haben. Zum einen natürlich die Stadt Dachau, die uns hier reinlässt. An alle Techniker, an alle, die hier organisatorisch mitgeholfen haben. Und ich kann Ihnen sagen, wir vom Bündnis, wir werden diesen Weg begleiten und wir laden alle ein, zu schauen, wie wir diesen Weg für Dachau, für die Region begehen können. Wenn Sie Freude hatten an dem heutigen Abend, dann können Sie sich hinten noch in eine Liste eintragen und Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, sodass wir Ihnen weitere Informationen zukommen lassen können. Sie können selbstverständlich beim Bündnis auch Mitglied werden. Es liegen Mitgliedsanträge aus. Und wie gesagt, alle sind herzlich eingeladen, mit uns diesen Weg zu gehen. Und mit diesen Worten, schönen Abend und danke fürs Kommen.